Guten Abend, liebe Menschen da draußen und liebe Menschen hier im Call. Wir versammeln uns zum vorerst wirklich letzten Mal, dass wir über eine Kampagne reden, von der Thomas gerade im Vorgespräch hoffentlich spaßeshalber fragte, welche Kampagne? Worüber reden wir heute? Wir reden selbstverständlich über eins eurer großen gemeinsamen erzählerischen Babys, über die sieben Gezeichneten, über die Borbarat-Kampagne für das Schwarze Auge, die wir hier ja unter anderem mit eurer Mitbeteiligung auch durch und fertig und also nicht gesehen, Strich drunter, durchgespielt haben. Und wir wollten heute ein bisschen nochmal einen Abschluss machen. Wir haben mit beiden von euch ja schon über einzelne Abenteuer geredet und jetzt gucken wir uns nochmal Ruhalsversprechen und Rausch der Ewigkeit an. Haben wir ja teilweise ein bisschen geändert in unserer Version, wie ihr mitbekommen habt. Aber ich glaube, auch der Chat hat noch ein paar Fragen, die man dazu stellen könnte. Beziehungsweise der Chat ist sehr gerne eingeladen, diese Fragen zu stellen. Aber erstmal hallo. Hallo Thomas, hallo Hartmar, schön, dass ihr da seid. Hallo Mayri. Und euch nochmal die Zeit nehmt, über diese Arbeit zu reden. Wie, ich meine, abgesehen davon, dass ihr bei unserer Umsetzung davon mitgespielt habt, wie präsent ist denn das immer noch irgendwie? Ich meine, wir reden jetzt über etwas, was ihr vor über zwei Jahrzehnten durchgearbeitet habt und fertig dann irgendwann abgegeben habt. Ist das immer noch etwas, was regelmäßig bei euch irgendwie in Gesprächen auf dem Tisch, im Alltag landet? Oder ist die Tatsache, dass wir euch die ganze Zeit piesacken, die einzige Variante, wie ihr euch wieder damit beschäftigen müsst? Nein, von euch aus und von der Fanseite kommt das immer wieder in meinem von mir aus persönlich wäre es nicht mehr sehr nennenswert ein Thema. Abgesehen davon, dass ich selbst im Unterricht an der Fachhochschule durchaus immer wieder anspreche zur Planung, dadurch kommt sowas wieder. Aber natürlich, ein Klassiker, glaube ich, alle Musiker haben einen Hit, den sie spielen sollen 40 Jahre später. Reinhard May hat mal im Interview gesagt, sein eigentlicher Name wäre Reinhard über den Wolken May, denn so steht er immer in der Zeitung. Es gibt Leute, die müssen 50 Jahre später über eine verflossene Liebe singen, also an die sie sich vielleicht nicht mehr erinnern können. So gesehen soll mir nichts Schlimmeres passieren, als dass ich mit Ömel hier sitze und über unser gemeinsames Monsterkind versprechen. Ja, Monsterkind, tatsächlich. Ich bin seit mittlerweile 10,5 Jahren aus DSA raus und es sind tatsächlich die Fragen von Fans, von DSA-Sammlern teilweise auch, von Leuten, die gerne Anekdoten hören wollen, was wir heute Abend vielleicht auch noch auf den Tisch bringen können. Aber so direkt habe ich mit der Kampagne eigentlich wenig zu tun und mein Stand von aventurischer Mythologie ist auch tatsächlich irgendwann 2010, 2011 eingefroren. Das heißt auch ganz klassisch vor der umstrittenen Historia Aventurica. Das heißt, ich kriege durchaus, also ich habe bei Facebook zum Beispiel die DSA, also die Aventurien-Gruppe auch abonniert und da kommen natürlich auch zwischendrin immer mal wieder ein paar Fragen zur Kampagne auf. Und tatsächlich bin ich da dann ab und an drin, aber auch mit dem Kaviat, dass mein Wissen halt definitiv veraltet ist. Vorunglistisch, wie ich bei mir zu sagen pflege. VU, die Zeitangabe, okay. Gut. Dann, Tom Finn wäre natürlich auch schön gewesen, den jetzt noch als Dritten im Bunde zu haben, wegen seiner Arbeit auch an dem Abschluss der Kampagne. Aber der lässt sich mit lieben Grüßen entschuldigen. Er muss das tun, was man tun muss, ein Buch fertig schreiben. Und angesichts des Outputs, den der Mann hat, kann ich mir vorstellen, dass ohnehin jede Minute ein geplantes für so etwas. Also, wir schauen uns an, wie es zu Ende geht. Und dann ist die erste Frage, die sich darüber hinaus natürlich auch aufdrängt, ist, wie viel davon wann geplant wurde. Weil ich würde jetzt einfach mal fast unterstellen, auch nach den Gesprächen, die wir schon hatten, dass wie genau es ausgeht, nicht von Anfang an geplant war. Oder gab es da irgendwie zumindest eine grobe Handhabe, dass wie Borbarat am Ende entsorgt wird und wie es dazu kommt, schon fest lag? Also der grobe Spannungsbogen, dass die Helden halt immer nur Teilerfolge erzielen können, dass sie quasi Stück für Stück
strategisch zurückweichen und schlussendlich dann in Rohals Versprechen der Tiefpunkt erreicht ist, aber dann mit Rohals Versprechen, also tatsächlich dem namensgebenden, ja, das, was Rohal halt sagt, dass er sich aufgibt, um den Menschheiten eine Chance zu geben und dass Bauberat da seinen großen Fehler gemacht hat und es von da an bergauf geht, das war von vornherein geplant. Ich weiß gar nicht genau, also die Kelche waren auch schon recht lange in der Planung für den Siebenstreichband und dass es eine Abschlussschlacht geben sollte, tatsächlich auch bewusst an der Trollpforte, um dieses Thema, was in mehr als 1000 Oger aufgegriffen worden ist, halt nochmal wieder reinzubringen, auch mit einem Strategiespiel dabei, dass man halt ja, viele Sachen, die sich auf der rollenspielerischen Ebene von kleinen Gruppen gar nicht so sehr lösen konnte, dass die dann halt auch auf taktischer bzw. strategischer Ebene gelöst werden sollten. Ja, aber also ich würde noch ein bisschen grundsätzlicher sagen. Ich meine, natürlich waren Ömmel und ich uns von vornherein einig, wir wollen Borbera zurückbringen, um ihn am Ende zu besiegen. Das war klar. Und natürlich war, ich meine, das ist rein archetypisch einfach selbstverständlich gewesen, dass natürlich die sieben Gezeichneten am Ende dafür sorgen werden, dass er besiegt wird. Und das, die Idee war ein bisschen, dass wir halt eine Spielrunde haben, bestehend aus möglichst vielen Gezeichneten. Und damit das erste Mal eigentlich im Rollenspiel eine Möglichkeit als Autoren haben, eine gewisse Vorstellung zu haben, wer denn da eigentlich, also welche Charaktere denn da eigentlich spielen. Ich kann zwar nicht sagen, ob es ein Rondra-Geweihter oder eine Charizard dabei sind oder ein Barde, aber ich kann eben zumindest das mit Zeichen als Plot-Hooks machen. Also das war schon die grundsätzliche Idee. Und viele sagen, ja, was Ömer gerade sagte, natürlich die Schlussschlacht. Auch das ist ein archetypischer Klassiker letztlich. Ja. Ich meine, die Belohnung der Herr der Ringe und so weiter, letztlich willst du am Ende sehen, wie alles zusammen gemeinsam versucht, das ultimative Böse zu bezwingen. Und alles andere wäre irgendwie antiklimaktisch sozusagen. Also insofern waren viele Sachen, ja, ich finde den Ausdruck geplant immer etwas sehr hochgegriffen, aber wir haben einfach ich würde sagen, wir haben einfach gewisse Gespür gehabt, gewisse Sachen auch, was, wo es hinlaufen soll. Ich glaube, es wäre einfach enttäuschend. Ja, wir brauchen ja nur die Alternativen anschauen. Wie wäre eine Geschichte gewesen, in der die sieben Gezeichneten am Ende einen kleinen Gnom im Wald umstoßen und deswegen währenddessen wird Borbarat vom kaiserlichen Heer besiegt oder sowas. Das wäre irgendwie nicht sehr befriedigend gewesen, glaube ich. Okay, also es war zumindest geplant, er kommt auf jeden Fall wieder und das ist am Ende den tatsächlich wirklich an einem Ort die Gezeichneten gegen Borbarat. Rollen wir es Stückchen für Stückchen doch mal auf und gehen wir zu Rohals Versprechen zurück, wo vorsichtig gesagt eine Menge Information verpackt ist. In sehr vielen Vorlesetexten, in sehr vielen Listen und immensen Mengen an NSCs, an Meisterpersonen, die da auftreten. Also war die Idee so, einmal quasi die Akten zu sichten und den Leuten nach irgendwie mehreren Bänden der Kampagne den Stand klar zu machen? Oder was war die Idee dahinter, dass quasi diesen Konvent wirklich mit Konventsablauf und mit Vorträgen und mit all diesen Informationen und dergleichen zu bauen? Ja, selbstverständlich. Ich meine, Ömmel ist im Zweifelfall ein viel fokussierterer Geschichtenerzähler als ich. Ja. Ich bin eben ein klassischer Sandboxer. Und es war klar, dass die Handlung am Anfang einen gewissen gemeinsamen Ausgangspunkt für alle Spielrunden haben wird und am Ende irgendwie zusammenfindet. Aber da in der Mitte lädt sie sich naturgemäß im Multiversum aller möglichen Timelines extrem auf. Und deswegen musste ich da an der Stelle eine große Akten sichten. Nicht nur Akten sichten, sondern den Spielleitern Akten Einsicht geben und auch ein bisschen Gefühl dafür geben, was macht was. Und wie ist die Konventstruktur entstanden? Ich glaube, das hat schon ein bisschen was. Naja, das hing halt auch damit zusammen. Also wir wollten
Rohal ist nur die Ikone der Gildenmagie. Und demzufolge war das klar, das ist ein Thema, an dem Gildenmagier und Gildenmagierinnen halt ganz eindeutig aufgehangen werden. Die haben auch über ihre normalen Abenteuerfunktionen und vielleicht irgendwie das erste Zeichen gar nicht so einen Fokus bekommen gehabt bislang. Und das sollte da halt passieren, auch um zu sehen, auch um darzustellen, dass die unterschiedlichen Fraktionen der Gildenmagie da unterschiedlich dran gehen. Dass so Leute wie Tomekaterion, schwarz wie er ist, halt kein Borbradianer werden wird. Dass es Leute gibt, die die borbradianische Philosophie durchaus bedenkenswert finden, aber halt sagen, nee, der Kerl ist offensichtlich völlig machtgeil, das geht gar nicht. Ja, also was wir allerdings hatten, das ist halt ganz, ganz spannend, und weil es halt auch nicht im Abenteuer selbst verwurstet ist, wir hatten ein Mini-LARP, eine Kombination aus LARP und Tischspiel in Spielefeld, wo wir die ganze Schnitzeljagd vorneweg gemacht haben. Das heißt, diese Teile des... Die Teile des Steins finden. Des Steins des Weisen finden, genau. Da sind wir halt von Torval, da hat das Treffen stattgefunden, weil Alea Ambaret als Sphärenkundige die Leute quasi über den Kontinent zu irgendwelchen interessanten Sachen verteilen konnte. Die haben dann da ihre Abenteuer erlebt, auch das teilweise in den Wäldern Bielefelds, also da, wo schon römische Legionen verschütt gegangen sind, ein bisschen Rum-Szenen erlebt haben, ein bisschen Hauerei, ein bisschen Gespräche. Und dann, als alle Sachen zusammen waren, gab es einen Abschlusskonvent, sehr lustig in Torval natürlich auch, mit entsprechendem Essen und Trinken. Es gab einen schurkischen Verräter, der gleichzeitig von 3 oder 4 Ignifaxien gegrillt wurde. Den hat Carly damals gespielt. Carly Switzko als Verräter, stehe ich mir. Ich weiß es nicht. Vielleicht kann er das sehr überzeugend machen, aber es wirkt, er wirkt so sanft immer. Ja, das war halt, da wussten wir schon, okay, es wird diese Kelche-Sache geben. Das heißt, noch eine Artefakte-Schnitzeljagd vorneweg muss nicht sein. Die Kelche sind wichtiger. Das heißt, dass wir da quasi mit dem Konvent aufmachen konnten. Ja, also da muss ich jetzt vielleicht kurz den nichtsahnenden Fans daraus kurz etwas erläutern. Also Spielefeld ist der interne Ausdruck für einen speziellen Workshop in Bielefeld, der dadurch entstanden ist, dass Ulrich Kiesow irgendwann festgestellt, dass wahnsinnig viele Leute mit ihm über DSA sprechen wollen. Und er das, weil er eher ein introvertierter Mensch war, beschlossen hat, er legt das alles auf einen Termin zusammen. Dazu ist ein gleich ein Tagungshaus in Menschlingen Bielefeld gemietet, das inzwischen für wahnsinnig viele Ableger, also Ömel macht bis heute mit Lena Falkenhagen das Spielefeld-Treffen. Und da sind neben den DSA-Runden und den ersten sozialen, echten Kontakten, wir reden ja alles von einer Zeit vor dem Internet, halt auch die ersten, ich habe damals so die ersten Indoor-Live-Rollenspiele gemacht. Und da sind im Laufe der Zeit sind dann so Kleinigkeiten halt entstanden. Und dadurch war irgendwie so eine halb larpende, halb redaktionelle Community, 40, 50 Leute. Und das hat es bestimmt, ja, so wie man das gerade schildert. Also speziell in den späten 90ern, nee, in den 90ern eigentlich, war es extrem DSA-lastig. Das hat noch angefangen wirklich als Treffen der kompletten deutschen Rollenspiel-Produktionsszene quasi. Erste Treffen war 86. Wir haben also dieses Jahr tatsächlich auch ein bisschen gefeiert. Es gab Torte. Da waren zum Beispiel die
deutschen D&D-Übersetzer mit dabei. Also die Ehepaar Frank hätte, also die Midgard. Die Frankes von Midgard, der Mario Truant. Dann die großen Magazine, die es damals gegeben hat, also die Zauberzeit, Jürgen Pirner. Jürgen Pirner war dabei, Fantasywelt, das waren halt ja auch die D&D-Übersetzer. Also jeder, der im weiteren Sinne irgendwas im Kreatives im deutschen Rollenspiel gemacht hat, ist da irgendwann reingeplumpst, eingeladen worden, hat sich hineingekämpft. Man musste dann ja schon nach ein paar Jahren, musste man schon Leute töten, um hineinkommen zu können. Ja, das habe ich auch mitbekommen. Aber nur um es zusammenzufassen, das heißt, eigentlich wäre die Suche nach den Splittern des Steins in Rohalds Versprechen war ursprünglich wirklich so eine Artefaktsuche, die ihr da in dieser Version bei Spielefeld quasi erzählerisch an verschiedenste Orte verlegt habt, die aber alle halt eben Wald bei Bielefeld in irgendetwas waren. Das erklärt ziemlich viel, weil es wirkt irgendwie so wie das eine Element, was ein bisschen zu eingeengt, das ist vielleicht das falsche Wort, aber kurios auf einen Ort fokussiert ist, dass halt wirklich die Steine alle ziemlich leicht zu bekommen sind. An diesem Ort. Aber es erklärt für mich sehr viel, dass dieser Aspekt drin ist, aber es halt eben alles auch immer noch irgendwie auf diesem Konvent spielen muss, anstatt wie man eigentlich bei klassischerweise annehmen würde, dass das eine größere Sache ist, die aufgemacht wird. Aber das wäre in Konkurrenz gewesen quasi zu den sieben Kelchen. Ich würde sagen, das war das Vorbild. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch erzählerisch einfach ein logischer Ansatz. Die Helden entdecken in jeder Geschichte so diese Art eine Verschwörung, ein schreckliches Problem und es glaubt ihnen am Anfang niemand. Daher muss irgendwann in der Mitte der Kampagne der Augenblick kommen, wo wir endlich mal feststellen, wie reagiert das Establishment drauf? All die Feuerwehren, Rettungen, Institutionen, Akademiker, was sagen die dazu? Und Ömel hat sie jetzt gleich sozusagen in die Detailfragen gemacht, aber die primäre erste Frage ist bei ihm, was wo sie ja immer Harry Potter, ja, der Böse ist zurück. Glauben wir das überhaupt? Akademisch ist das ein interessanter Standpunkt, aber kann man diesen komischen, dahergelaufenen Burschen da überhaupt glauben, die sowas erzählen? Das ist einfach wichtig, erstens für die Darstellung der Welt, für die Glaubwürdigkeit der Welt, aber es ist natürlich auch wichtig als demütigende Aktion den Spielern gegenüber, um klarzumachen, ihr werdet eigentlich gar nicht so viel Hilfe kriegen von all diesen wichtigen Leuten. Die müssen, in mancher Hinsicht müssen sie inkompetent wirken, aber sie dürfen eben nicht so inkompetent wirken, dass die Spieler dann durchgehend sagen, wieso mussten wir den Kontinent alleine retten? Das hat sich wirklich keine Sau darum gekümmert. Ja. Das heißt, du musst ein Gleichgewicht finden und das geht eben in einer großen Besetzungsliste, einem Who is Who am allerbesten, von Leuten, die sagen, okay, wenn das so ist, müssen wir uns darum kümmern. Ist das wirklich so ernst? Und Leuten, die sagen drauf, naja, also ehrlich gesagt, ich bin nicht bereit, die Tagesordnung zu ändern wegen so einem lächerlichen Antrag. Das bringt uns doch völlig in der Forschung durcheinander und solche Sachen. Und das, genau wie Ömel gesagt hat, natürlich dann in Rastern, in ganzen Dimensionen, dass du dann eben überraschend feststellst, dass nicht jeder Schwarze automatisch ein Böser ist und überlaufen will, nicht jeder Weiße ein kompetenter, erleuchteter, durchblickender ist. Ich möchte nur für das allgemeine Verständnis sagen, wir reden hier von Schwarzmagiern und Weißmagiern, also philosophischen Zauberer-Richtungen. Das, nicht, dass man das falsch versteht. Ich denke, dass das im 21. Jahrhundert klar ist, dass ich darüber gesprochen habe. Ja. Und natürlich mussten wir auch ein bisschen rundherum die anderen Formen von Magie ansprechen. Aber Thomas van der Ömel war natürlich immer sozusagen, der war ja die Verkörperung der Gildenmagie. Ja? Also das ganze Magie-Thema für ihn und diese politischen Aspekte. Und deswegen war es ganz wichtig, sozusagen also ein zentrales, was machen die ordentlichen, klugen Leute in Aventurien, die Bescheid wissen, für solche Probleme eigentlich theoretisch ausgebildet sind? Wie gehen die damit um? Und wie weit ist man dann bereit, auf Hexen und Druiden zu hören und komische Moha-Schamanen, was weiß ich, was es alles gibt? Und das Ganze wäre entsetzlich akademisch großartig unüberblickbar, wenn man es nicht dann ein wenig fokussiert in eine gewisse Handlung. Plus die Tatsache, dass dann natürlich, wenn die Ereignisse einmal ins Rollen gebracht worden sind, man dann schnell feststellt, und zwar eigentlich alle, oh, die Kacke ist wirklich am Dampfen. Man kriegt irgendwie mit, okay, irgendwie Erschütterung der Macht, die
ohnehin schon die ganze Zeit rumreisende Einsatzgruppe schwingt euch irgendwie auf Valdegorn und fliegt mal dahin, wo es offensichtlich jetzt gerade brennt. Und da haben ja viele Leute entweder irgendwie geistig eine Live-Schalte dahin, oder man kriegt halt das Ergebnis relativ schnell mitgeteilt. Kacke, nicht nur der eine ist wieder da, sondern der andere hat sich halt dann auch an diesen Ort versetzt und es ist zum Kampf der Titanen gekommen. Und es sieht nicht besser aus jetzt. Und das gibt dann, also erstens, die Helden bekommen halt Credibility. Jetzt glaubt man ihnen tatsächlich irgendwie, der ganze Kram ist wirklich so passiert. Und sie bekommen halt dann quasi auch eine Auftragsstruktur. So, ihr seid in diesem Thema drin, dann bleibt an diesem Thema auch dran. Und schaut, dass ihr eure Kompetenz jetzt einsetzen könnt. Und wir versuchen, euch zu unterstützen. Sobald die Helden weg sind, fängt das Bickering bei den Zauberern natürlich wieder an. Und wer kann es irgendwie am besten und wer kann es am moralisch besten? Aber die Helden haben halt schon mitbekommen, erstens natürlich die kosmischen Ereignisse. Also ich weiß noch, wie lang wir drüber überlegt haben und auch tatsächlich durchaus Hartmann und ich uns nicht einig waren, wollen wir wirklich so einen Götterdialog, wo die Helden im Endeffekt daneben stehen und Ich meine, die Entscheidung ist irgendwann für Ja gefallen. So viel können wir sehen im fertigen Produkt. Wer war denn auf welcher Seite? Naja, es ist nicht so in dem Fall, wir waren uns ja verständlich nicht einig, weil Ömer und ich uns nie über irgendwas einig waren, aber in dem Fall, es war ja offensichtlich, auch ich war seiner Meinung, dass das super schwierig wird. Ich wollte diese Dialogszene haben, weil ich der Meinung bin, dass das ist, was letztlich die Verkörperung ist, aber dass das super schwer zu spielen ist und noch schwerer zu schreiben ist, war mir auch klar. Und deswegen haben wir sehr lange rumgetüftelt. Ja, ich meine, ich habe es ja de facto, wir haben das Vergnügen gehabt, wir beide, wir haben es ja spielen können, aber ich verlange an der Stelle ja wahnsinnig viel von einem Spielleiter, denn der soll ja plötzlich schlagartig über sich hinauswachsen und nicht nur eine super charismatische Figur spielen, sondern beide. Und das Entscheidende ist ja daran, die Argumente des Bösen sollen ja so gut sein, dass du nicht sagst drauf, ja, es ist doch ganz simpel und einfach, sondern es soll wirklich beeindruckend sein auf beide Seiten. Und das ist gar nicht so lustig zum Zuschauen, wenn es nicht wirklich sehr gut geschrieben und sehr gut gespielt ist. Was war denn so ein Gegenentwurf? Kannst du dich noch erinnern, was waren so Ideen? Ich überlege auch gerade, aber ich glaube, wir hätten eine Stummfilmszene. Also tatsächlich, dass man sieht, die setzen sich mit magischen Kräften auseinander und die Spielerinnen und Spieler bekommen halt nur Fragmente mit und quasi Stimmungen, die die beiden rüberbringen, ohne dass es halt einen wirklichen Dialog gegeben hätte. Ja, genau. Ich kann mich erinnern, dass kurzfristig hatten wir auch darüber diskutiert, dass wir das vielleicht so was wie am Himmel machen, als überirdisch, aber eben genauso als eine Stummfilmszene am Himmel. Götter kämpfen gegeneinander sozusagen. Aber wir haben auch darüber geredet, wäre eine Variante zu machen, bei der wir es gar nicht mitbekommen. Ja, also die klassische Konstruktion im griechischen Drama war ja früher, du hattest ja nur eine Bühne, auf der du spielen könntest. Das war die sogenannte Mauerschau. Das heißt, jemand schaut über die Mauer und erzählt dann, was er dort sieht. Das war vor 2300 Jahren echt gute Kunst. Heute ist das ganz schlecht. Aber natürlich hätte man auch eine Geschichte machen können, wo halt der reitende Bote hereinkommt und meine ich auch der fliegende Bote und sagt, ganz große Scheiße, Borberat hat Rohal platt gemacht. Ja? Und dann musst du darauf reagieren, könnte man auch so machen.
Aber das haben wir, glaube ich, alle waren recht schnell einig, dass das sehr unbefriedigend wäre. Ja, selbst wenn wir nicht Theater, Film und Fernsehwissenschaften studiert haben, wir wussten schon irgendwie Show, don't tell. Das Ganze nur als Nacherzählung hat einfach nicht den Punch. Ja. Verstehe. Also, ich meine, es ist dann am Ende die beste Lösung für eine problematische Szene, nämlich mit zwei übermächtigen Figuren und man muss die Informationen mitbekommen, aber idealerweise stört man die Szene auch nicht, sozusagen. Was eine kuriose Situation im interaktiven Erzählen ist, dass es in dem Moment bitte auf die Interaktivität für einen Moment verzichten muss, mehr oder Ja, in weniger. Notfalls waren dafür ja dann die Zans. Ja, im Notfall kann man immer Dämonen draufwerfen. Wisst ihr noch, wie es zu der Entscheidung kam, dass das nicht auf dem Konvent selber stattfindet, sondern dass es eben dann bei Rohals Turm ist, dass das nochmal tatsächlich ein Stück woanders ist? War das ein allgemeiner Wunsch, nicht irgendwie Städte zu plätten? Oder? Es wäre einfach ein heilloses Durcheinander gewesen. Ich meine, du hast ja auch schon irgendwie einen Schirrhasad reinbringen müssen, um für Ordnung im Chaos zu sorgen, beziehungsweise einen Fokus, auf den es geht. Aber das ist natürlich in einem halberzählerischen Format wie den Beventurien G7 deutlich einfacher, als wenn man irgendwie nachhalten müsste. Und sei es nur ganz grob, wer jetzt irgendwie Feuerlanzen schmeißt, Bannkreise aufrichtet. Genau, das Problem bezieht sich ja hoch. Du hättest nicht nur 5 bis 6 Spieler, die man davon überzeugen muss, warum sie nicht hineinfackeln sollen in diesen Dialog, sondern du hast 100 NSCs, die glaubwürdigerweise ja wohl irgendwas drauf haben müssten. Irgendeiner wird ja wohl ein Cardinal O'Carim, ein Artefakt haben für genau diesen Zweck vorbereitet. Irgendeiner wird so viel Saft haben, dass er sagt: Mein Gott, wofür habe ich das studiert? Einmal in meinem Leben möchte ich 20 Jahre Level Kampfmagie in eine Feuerlanze hineinlegen. Und wenn mich Bormorant wegflasht, ist es egal, das muss ich haben. Und ich glaube, das war der Hauptgrund. Es wäre einfach, ja, so ungefähr wie auf den Oscars. Den entscheidenden Zweikampf zwischen den Jedi-Rittern zu machen und alle wollen mitspielen, das wird irgendwie nicht. Interessante Szene vor meinem inneren Auge. Ja, eben. Und du möchtest, das ist ja schon durchgehend das Problem, dass du ja ständig guten und überzeugenden und sympathischen Charakteren sagen musst: Nein, jetzt du nicht. Nein, Eisenkober, du nicht. Nein, Alea nicht. Nein, Tomek nicht. Nein, Elfenprinz nicht. Was weiß ich, wen immer man hat. Ja, oberste Hexe. Deswegen ist es einfach sinnvoll, die Sache woanders hinzuverlegen. Und das Zweite war, genau wie du gesagt hast, da die Handlung eh schon so fokussiert auf diesen einen gesellschaftlichen Aspekt war, was Sinnvolles woanders hinzulegen. Ja. Und du wolltest auch, glaube ich, tatsächlich Rohals Zinne und Roezahl und Faldegorn auch noch mal irgendwie eingebracht haben, weil ich weiß nicht genau, ob es schon feststand, dass er halt ein, naja, Bauernopfer bei der Kelchsuche wird. Ja, für mich war klar, dass wenn Rohal weg ist, Rohezahl als Ja. Schatten Rohals irgendwie nicht überbleiben kann. Das ist absurd. Ja, dass der Fan, der selber zum Mythos aufgestiegene Fan überbleibt, das wäre eigentlich komisch gewesen. Deswegen, ja, ich glaube, das hatte sich auch schon mit dem zu tun. Und das noch ein Aspekt des Spielleiters, dadurch hat der Spielleiter halt auch einfach die Chance, eine gewisse Distanz räumlich wie organisatorisch zwischen diese Szenen zu legen. Man kann, je nachdem, wie er sich eben entscheidet, sagen, da kommen die Spieler nicht rechtzeitig hin, daher kriegen sie nur noch den Teil mit oder was immer. Eine Distanzierung sorgt immer dafür, dass der Spielleiter ein bisschen mehr Spielraum hat, indem er Sachen macht. Okay. Dann lasst uns ein. Also ich frage mich dann immer, und deswegen würde ich die Frage euch auch gerne stellen, wie viel Einblick in die mythologische Wahrheit braucht man und wie viel tut gut? Ich meine, man hat dann da zwei Halbgötter, die über ihre Natur reden und solche Dinge und dergleichen passieren. Also was war eure Idealvorstellung, was Leute daraus mitnehmen an Wissen? Und wie schätzt man das ein, sozusagen, wie viel man den Schleier lüftet? Weil ich fand tatsächlich an dem ganzen Mythos von dem schwarzen Auge lange Zeit eben gut, dass man immer nur so ein bisschen immer das gelupft bekam und sich selber Sachen zusammenreimen konnte und musste. Das,
Ich weiß, das liegt nicht allen, aber ich fand das immer eigentlich ganz geschickt gemacht. Und deswegen die Frage, wie da die Abwägungen waren, wie viel man überhaupt wissen soll und muss. Das hängt wirklich von der Spielrunde ab. Also nach meine Theorie dazu besagt, es gibt grundsätzlich schon mal zwei Arten von Fantasy-Spielern. Die einen wollen wissen, wie die Welt funktioniert und wollen sie dementsprechend, also Magie soll erklärt sein, das ist ja das, was im Wesentlichen Ömel als Regelsystem darstellt. Und auf der anderen Seite stehen die Mystiker, die sagen, ich will gar nicht wissen, wie das alles passiert, das zerstört mir die Stimmung. Das heißt, du hast das schon von vornherein mal grundsätzlich bei jeder Frage, die der Spielleiter beantwortet oder in dem Sinn auch die Autoren der Redaktion, schon mal zwei Flügel, die unterschiedliche Interessen haben. Und innerhalb derer musst du nochmal total abstimmen. Ich meine, ich kann mir problemlos eine Spielrunde vorstellen aus einer besonders unintellektuellen Runde mit lauter sehr geradlinigen Tatmenschencharakteren, die sagen drauf, den ganzen Kram trägt mein Charakter sowieso nicht mit. Das verstehe ich auch gar nicht. Sag mir, welchen von den beiden ich platt machen soll. Ach, den Schwarzen, dachte ich mir. Ja, gut, okay. Kann doch was sein. Und auf der anderen Seite kann ich mir eine Runde vorstellen, wo ein studierter Linguist drin sitzt, der seine Doktorarbeit über Borbarat geschrieben hat, von der Sorte gibt es ja inzwischen wirklich welche, der ausdrücklich sagt, mein Gott, das ist die Gelegenheit, endlich mal semantisch wirklich zu analysieren, wie die eigentliche Argumentatio von Borbarat in seiner Darstellung seiner Konzepte eigentlich stattgefunden hat. Und ich möchte natürlich jetzt bitte live gespielt sehen, ja, und anschließend mit meinen Freunden darüber diskutieren. Bei Handlung brauche ich keine. Danke, ich bin beschäftigt die nächsten 3 Abende. Das ist es aber auch tatsächlich. Für viele Leute ist halt auch dieses Entschlüsseln von kosmischen Geheimnissen natürlich ein wichtiger Teil der Handlung. Also ein wichtiger Teil des Spiels, aus dem sie Befriedigung ziehen. Deswegen haben wir ja, wir haben die exische Historie. Also Jörg und du haben ja irgendwie exische Historie und das Zeitalterkonzept und sowas reingebracht, wo immer, wie Mayris gesagt hat, Schnipsel mal hier, mal da halt aufgekommen sind. Die gezeichneten Kampagne ist halt so ganz klassisch der Ort, wenn nicht in dieser Kampagne sollten die großen Offenbarungen kommen. Genau wie halt die Elfen und Hochelfen haben ihre eigene Kampagne. Ich meine, der Elfenhintergrund mit Pardona, wie er in der Filiasson-Saga dann drin war, die Vernetzung mit dem Namenlosen, wie es dann über Semjala ging, lauter solche Sachen. Das sind ja alles die Großgeheimnisse. Und dafür sind solche Kampagnen, denke ich, genau der richtige Ort. Und das ist wiederum Aufgabe der Spielleitung, da halt die Häppchen so zu verteilen, dass alle Leute am Tisch entsprechend befriedigt sind. Die Tatleute und die Kopfmenschen. Okay. Und ich bin ein großer Freund von explorativen Rollenspielen. Und da gehören halt nicht nur ferne Länder, fremde Kulturen, verbuddelte Schätze dazu, sondern halt viel auch die historische und die mythologische Dimension. Und deswegen hat es natürlich auch einen heiden Spaß gemacht, das zu schreiben. Ja, genau. Also sozusagen ist es schon für die eine Art von Spielern ist es wichtig, dann wirklich so Sachen zu sagen wie Halbgottheiten, die Verbindung ist so und so, die gehören zusammen und folgende Dinge passieren wahrscheinlich, wenn einer von den beiden verschwindet und so weiter und so fort. Für die Leute, die das haben wollen, muss das drin sein und die es nicht haben wollen, die stört es auch nicht so ungefähr. Ja, das ist garantiert, gibt es da hunderte Spieler draußen, die, ja, sag dich doch, Halbgott, ich habe immer gesagt, er muss ein Halbgott, der ist ganz bestimmt, kann der, das einfach ein Ja reicht nicht. Und zwar, also was weiß ich, solche Fachausdrücke. Und bitte, wir haben ja einen konkreten Beispiel, dass das wirklich realistisch ist. Danny Franicic, der damals das Fanzine herausgegeben hat, um die Prophezeiung des Nostradamus zu deuten, das bis zur 13. Auflage gemeinsam bestand, macht heute exakt das Gleiche für Google und Wikipedia und arbeitet daran, eine Weltsprache zu bauen und zu entschlüsseln, was alle Wikipedias wissen und eine AI zu bauen, die das alles macht. Ja? Also der war schon vor 25 Jahren ein Hardcore-Nerd, der auf diesem Level
solche Sachen nachgedacht hat. Und ich habe, ich weiß nicht, Ömel, du hast ja sicher auch, wir haben ja sicher auch Unmengen von akademischen Arbeiten gekriegt inzwischen. Also ich bei mir bestimmt 10 Arbeiten gesehen. Wir haben, in der Ulysses Region hat, von einem Dutzend dürfte es sein, ja. Ulysses hat ja sogar inzwischen einen ganzen Band rausgegeben mit wissenschaftlichen Arbeiten über DSA. Also es gibt da draußen Unmengen von Leuten, die das auf dem Level haben. Und wie gesagt, so tief und so hoch wie möglich, so breit wie möglich. Auf der anderen Seite, machen wir uns nichts vor, Jurassic Park als Beispiel. Wahrscheinlich haben 98% aller Leute, die die Dinosaurierfilme gesehen haben, haben nie verstanden, was Jurassic eigentlich heißt. Ja, geschweige denn, dass die weißen Dinosaurier nicht aus der Zeitstellung kommen, ja, sondern kreidezeitlich sind. Wirklich, geschweige denn, dass Jura eine Schweizer geologische Formation ist, nach der in einer üblicher englischer Ableitung dann das absurde Wort Jurassic ist. Also wenn ich Zeitalter den Spieler um die Ohren schmeißt, das muss ja nicht heißen, dass der was braucht. Ja? Was ist aus dem Zeitalter der Echsen? Sagen die meisten Spieler, oh, aufregend. Ah, so wie diese geheimnisvolle Stadt Havena, nicht wahr? Von der hat man auch gehört, die ist untergegangen, so auf dem Level. Ja, boah. Ein weiterer Grund, für viele ist das genug? Und Havena Serbisch gibt es noch. Gut. Es gibt eine Frage im Chat, die ich dann jetzt gerade auch noch mal reinnehmen würde, weil wir vorhin darüber geredet haben, der Plan war schon da, dass Borberat muss auf jeden Fall zurückkommen und es muss dann tatsächlich auch eine Konfrontation mit ihm geben. Aber die Frage aus dem Chat geht noch ein bisschen mehr sozusagen an den Ursprung dran, warum gibt es dann überhaupt einen Borberat, einen Gegenspieler, der auftauchen muss? Die Frage ist, war das von Mittelerde inspiriert, die allgegenwärtige Bedrohung durch eine unbesiegbare dunkle Macht? Das war nämlich das, was DSA bis dato fehlte. Es gibt ja viele Leute, die sagen, vorher war DSA so ein bisschen die heile Welt. Ne? Da war alles in Ordnung, der Kaiser hat regiert und das Problem war irgendwie immer der Typ, der irgendwie gerade ein Dorf bedroht oder hier eine Mine hat. Ist es irgendwie tatsächlich konkret inspiriert oder oder ist es einfach nur, manchmal braucht man eine große böse Macht? Also ich habe den Herrn der Ringe noch nicht mal gelesen, also daher kann ich nicht mal bestimmt nicht davon inspirieren. Das ist einfach so eine archetypische, klassische Sache. Und ich meine, eine Sache, die man offen zugeben muss, Ömmel und ich sind natürlich die beiden Söhne von Uli, die seine Welt kaputt gemacht haben, sozusagen. Ja, also Uli hat dieses sehr heile Aventurien gebaut und wir beide haben, als wir uns dann angefangen haben, an verschiedenen Enden daran herumzubauen, wurde uns halt immer mehr klar, dass gewisse Sachen einfach gar nicht gehen. Und ich glaube, das war die wesentliche Ebene, auf der Ömmel und ich uns am Anfang verständigt haben. Wir waren uns über fast nichts einig, aber uns war klar, da muss jetzt irgendwas, wir brauchen endlich mal eine üble, klassische Macht, die reinfährt, damit wir ja Sachen wegmachen können und wieder Platz haben, aber auch damit wir einfach Dimensionen ausloten können, die vorher noch nie geschildert wurden. So wie Ömmel gerade sagte, wenn nicht in dieser Kampagne gesagt wird, wie mächtig, wie böse, wie schwarz, wie dreidimensional, fünfdimensional kann man denn werden? Wenn wir es da nicht machen, wo dann? Also Uli hat natürlich selber mit den 1000 Ogern schon ein bisschen vorgearbeitet, aber das war halt eine begrenzte Sache. Und das war wieder ein fieser Schwarzmagier und keine kosmische Macht. Und wirklich kosmische Mächte und Schwarz-Weiß-Auseinandersetzungen sind archetypisch für die Fantasy. Ja. Da brauche ich jetzt wirklich, also klar, ich habe irgendwie, was sind bestimmt 15, 20 Jahre vorher mein Herr der Ringe gelesen und mein Silmarillion auch. Und es ist also tatsächlich Morgoth als gefallener Gott im Endeffekt, der war von vornherein für den Namenlosen reserviert. Und Borberat war definitiv eine andere Schiene. Also der ist nicht als Sauron angelegt worden, obwohl wir in den späteren Phasen der Kampagne, wo wir halt dann auch gesagt haben, das soll jetzt nicht mit der Dämonenschlacht vorbei sein, sondern das soll Nachwirkungen haben. Da war Tobrien als Mordor natürlich schon. Es liegt so praktisch im Osten mit Bergen dazwischen. Genau. Dann kann man einfach mal zumachen und sagen, hier jetzt schwarze Lande. Ja, wobei, warum es Tobrin erwischt, das haben wir, glaube ich, auch schon mal gesagt. Das ist ja auch durchaus wieder, das gehört jetzt nämlich. Ja, ich möchte das mit den Archetypen bitte schon noch unterstützen. Also Artus
baut selbstverständlich in seinem Handlungsbogen in der Metakampagne von Artus eine heile Welt auf, in der die tollen Ritter gemeinsam mit dem König alles in Ordnung bringen. Und dann taucht auch natürlich aus dem Osten die böse Zauberin mit ihrem schrecklichen Sohn, der zufällig, wie heißt der Sohn? Der Mordred. Nein, das ist wirklich sehr überraschend, oder? Das heißt, es ist ja nicht so, dass Tolkien das Zeug alles erfunden hätte. Tolkien hat sich ja einfach auch bei früheren Quellen bedient. Und das geht, bei den Germanen ist auch klar, irgendwann einmal kommen die Reifriesen und die Feuerriesen von Loki angeführt. Und das ist nicht der Loki von Marvel, der lustige, sympathische von Tom Hiddleston gespielt ist, sondern das ist halt der ultimative Verräter und Überläufer, der beide Seiten perfekt kennt. Also die ist einfach... Das musste praktisch sein. Und viele Sachen haben sich auch einfach dann so entwickelt, weil selbst wenn, nachdem wir ja gar nicht so viel kommunizieren konnten und gar nicht so viel Paper intern war, haben natürlich auch jeder Autor, der dazu geschrieben hat, ist ja immer wieder auch ein bisschen diese Erwartungsschiene gerutscht. Und die Frage jetzt, wer Borbarat dann genau war, sozusagen, ein wesentlicher Grund war ja, dass wir am Ende mit den 7 Heptarchen auch nachher die Möglichkeit hatten, verschiedene Perspektiven zu machen. Ich habe zum Beispiel festgestellt, dass es eine sehr religiöse Fraktion gibt, die Borbarat gerne anbeten möchte. Nicht unter den Aventuriern, sondern unter den Kreativen. Also, Borbarat nicht, aber ich bin ja von der Magier-Ausrichtung her, bin ich ja tatsächlich Neo-Borbaradianist. Zumindest Magierphilosoph. Ja, das sowieso schon. Und dann steht man der ganzen Sache relativ neutral gegenüber. Aber ich hätte eigentlich Azazel Scharlachkraut als sehr dunkelgraue Figur gerne länger behalten. Damit man mit ihr entsprechend debattieren kann, dass die Hellgrauen mit ihr zumindest zähneknirschend mal über irgendwelche Konzepte reden können und die schon selber dunkelgrauen Zauberer eventuell in Gefahr geraten, halt diesem Credo anheimzufallen. Jetzt mit unserer Lösung für Aventurien ist die Rolle für Azazel natürlich weggefallen. Außerdem haben sie Azazel umgebracht in unserer Version, weil sie sehr erfolgreich waren darin, sie platt zu machen. Aber ja, die könnte auch in anderen Versionen Aventuriens können sie gerne mal wieder was tun. Das finde ich einen sehr spannenden Charakter und eben eine von den ganz wenigen, die einen Pakt brechen kann. Ich frage mich, warum da nicht hunderte von Leuten anstehen, die sehr blöde Entscheidungen in ihrem Leben getroffen haben und gerne wissen, wie sie wieder rauskommen. Aber abgesehen, mal weg von Azazel, sonst verlieren wir uns wieder, wie cool einige von den Bösewichtern eben, wenn sie überzeugend sein können. Lass uns ein bisschen über Zeitfrevel und Kinder und dergleichen reden. Wo kommt dieses Kind her? Also nicht im Sinne von, aber das ist damals wegen in den Kanälen von Krankor gezeugt worden oder sonst irgendetwas, sondern warum braucht es dieses Konzept des Kindes in dieser Kampagne, beziehungsweise warum gab es die Entscheidung, das reinzupacken als einen Gezeichneten und als die Lösung am Ende. Ich hätte vielleicht am Anfang irgendwann mal sagen sollen, Spoiler, aber ich glaube, wenn wir eine Nachbesprechung für eine Kampagne, die wir durchgespielt haben, machen, ist das selbstverständlich. Also ich glaube, das wird das jetzt nicht. Ja, also das passiert ist, weil ich ein zwanghafter Continuity-Freak bin. Uli hat dieses Abenteuer damals geschrieben und da kommt Raya daher und sagt zu den Helden, ich habe den Herrn der Zeit zu dem und dem gebracht, aber ich musste einen schrecklichen Preis bezahlen. Und wir haben nie wieder irgendwas darüber gehört. So geht das nicht. So kann ich nicht arbeiten. Also für mich war vollkommen klar, ich habe einfach alle diese Abenteuer, das waren halt typischerweise, waren Ullis Abenteuer, waren ja sozusagen der zentrale Metaplot, auch wenn es das nichts in der Art gegeben hat. Das waren die hauptgespieltesten Abenteuer, die hauptreferenzierten Abenteuer, und zu denen es am ehesten Fortsetzung gegeben hat. Und daher wollte ich solche Sachen einfach geklärt haben. Und daher war ich einfach, das habe ich, glaube ich, schon mit Jörg Radatz, haben wir das schon damals bei den Hexengöttern, bei den sterbenden Göttern durchdiskutiert. Was könnte da passiert sein? Da sind wir uns damals ja einig geworden, dass der Vielgehörnte wahrscheinlich ein Dinosaurier mit vielen Hörnern, sprich also irgendein Hexengott ist oder irgendwas Komisches, Hexisches.
da ist die Idee entstanden, oh, vielleicht kann man sich gar nicht so genau darauf verlassen, welche Götter die 12 Götter sind und wer die Götter sind und wer schon früher Götter waren. Das ist heute alles ja sehr viel konkreter geworden, aber das war, damals war das ja alles eher ein Lovecraftisches. Du bist vollkommen wahnsinnig, wenn du behauptest, dass es noch mehr als 12 Götter gibt und dass einige von den 12 Göttern anders heißen. Und das geht doch gar nicht. Aber das ist halt so gewachsen. Und ja, und dann saßen wir im Finale. Und von dir kam, warte, du bist ja auf der Raya-Schiene, Raja, du bist Tulamide, du sagst Raja, oder? Mhm. Du hattest ja da, glaube ich, auch irgendwas mit Raja, war dir auch noch irgendwas. Also, die, das war eher nacherfunden, also tatsächlich auch nach den Ereignissen aus den Kanälen von Grangur. Ich habe das Abenteuer ja selber bei Uli gespielt, in Spielefeld. Und ich habe es gehasst, weil in diesem Abenteuer man ja so gegängelt wird. Das ist so richtig das Prachtexemplar von Railroading. Gerade der Einstieg, dass ich das auch nicht wieder angepackt habe, außer um halt diese Informationen, die du gerade schon gesagt hast, nämlich diesen einen Spruch von Raja, halt da nochmal rauszuziehen. Aber Jacinthe von Tusak ist von mir. Und ich habe den Bruder von Jacinthe von Tusak, einen maraskanischen Krieger, der in mittelreichische Gefangenschaft gekommen ist und dann halb maraskanisch, halb mittelreichisch aufgezogen worden ist. Den habe ich halt lange Zeit selber gespielt. Aber Jacinthe sollte da irgendwie die Raja-Hohepriesterin und das Bestreben von Raja, was sich halt nicht nur in den Kanälen von Grangor gezeigt hat, sondern auch im allgemeinen Umgang mit den Sterblichen. Sie kümmert sich halt. Sie ist ganz eindeutig auf der Seite der Sterblichen, weil Freude, schöner Götterfunken, ist halt genau das, was die Sterblichen antreibt. Also sie ist immer bei den Sterblichen gewesen. Und das sollte natürlich auch dadurch, der Schlüssel ist Raja, ist nicht Bryos Antimagie, weil gegen einen Alvaraniar des verbotenen Wissens oder tatsächlich einen Halbgott, dann wären auch die meisten, was nicht, argelionischer Bandstrahl, whatever, ziemlich machtlos gewesen. Aber diese, ich nenne es jetzt mal Softpower von Raja, die halt Sterbliche weiter motivieren kann, die war mir halt tatsächlich schon wichtig. Ja, du hast mich jetzt gerade daran erinnert, stimmt, das ist ganz ein relevanter Aspekt war, was für ein gigantischer Eingriff von Satima auf dieses Kamele von Grangor war. Ich kann mich erinnern, wie ihr in Bielefeld damals, ihr seid in einer kurzen Pause rausgekommen, ihr hattet graue Gesichter, die Weltzerstörung und zurückgespult. Ich glaube, Ulla hat eine Pause gemacht, nachdem er die Welt vernichtet hat oder sowas. Ja, ja. Und ich habe mir immer gedacht, wow, wenn das unsere hardcore zentral informierten Spieler direkt bei Uli am Tisch so abkriegen, wie geht es den anderen damit draußen? Wir müssen diesen Satinav, der sowas machen kann, also weil einfach der Spieler erlebt das emotional so massiv eingreifend. Ihr Gängeln ist ja noch ein höflicher Ausdruck. Du wirst vor- und zurückgespult innerhalb deiner Timeline. Also müssen wir diesen Satinav irgendwie prominent machen und dementsprechend war das naheliegend. Ja, ja, und das mit Ratschett, das ist lustig. Das war, so wie das immer jetzt gerade geschildert hat, das ist ein bisschen Redaktionspolitik. Also wie viel Karma eine Gottheit hat, hat ja sehr viel damit zu tun, was intern die Kreativen jeweils gerade für wichtig finden. Und Ina Kramer war halt die Raja-Fanin, die sie auch erfunden hat, praktisch. Und Ömmel war für diese dunkle Ecke zwischen Sex und Magie immer zu haben für alle Themen.
Und dadurch hatten wir sozusagen bei den internen Gesprächen, wer wird denn da jetzt relevant werden, hat sich eben sehr schnell herausgezeichnet, welche wir plausibel und sympathisch finden. Es gibt ja, wir haben ja immer wieder Umfragen gehabt, wer welche Götter für wie wichtig hält. Ja? Und es war eben sehr bald klar, dass die Fans stehen im Wesentlichen auf Rondra und Fex und dahinter die kommen die Gruft ist mit Boron. Aber die anderen fahren gar nicht so richtig rein bei den Göttern. Also insbesondere das Preus immer recht farblos und eher sogar fast als Gegner gesehen wurde, war bald klar. Und natürlich hat sich niemand für Effert und Hereine interessiert und sowas. Und wir mussten einfach ein bisschen ein Gespür dafür bekommen, was ist plausibel. Es soll ja auch nicht dann aus der Ecke einen Halbgott Nummer 47 plötzlich springen und die Lösung bringen. Ich wollte schon immer Barbarat und Rohal mal eine reinwürgen, ich habe die Lösung. Gut, aber es springt ein Kind von Satinav und Raya irgendwie aus der Ecke und ist dann die Lösung. Und de facto ist es eigentlich genau so eine komische, freakige Kombination bei mir geworden. Ja, es ist, ich wollte generell auch fragen, wie man sowas überhaupt testspielt. Also wir haben eben gehört, auf Spielefeld wurden Steine gesammelt für Rohals Versprechen. Aber wie spielt man so Sachen Test und wie sind zum Beispiel dann Dinge aufgegangen mit, du musst diesem Kind seinen Namen geben und du musst darauf kommen, dass es Rausch der Ewigkeit heißt. Wie, außer wenn man das auf ein großes Schild schreibt, das an einen Pfosten tackert und mit diesem Pfosten ausdauernd winkt, kriegt man seine Runde dazu, auf diese Lösung zu kommen? Ganz ehrlich? Ich glaube nicht, dass von einzelnen Szenen abgesehen Rausch der Ewigkeit getestet wurde. Ja, also ich habe das definitiv nicht getestet. Bitte, du darfst nicht vergessen, bitte, dass das Finale ja eine sehr traumatische Geschichte war. Ulrich Kiesow ist gestorben, Schmidt-Spiele ist pleite gegangen. Das sechste Band haben noch alle Autoren mitarbeiten wollen, als es darum ging, eben die diversen Kelche einzusammeln. Ich dachte zu dem Zeitpunkt, ich würde das alleine schreiben, weitgehend, und plötzlich haben sich alle da diese lustigen Kresten genommen. Und deswegen dachte ich, ich werde im Finale, werden wir uns eher darum prügeln, das fertig zu machen. Und da war ich praktisch vollkommen alleine. Deswegen habe ich mir dann Tom Finn geholt. Man hat zu dem Zeitpunkt, glaube ich, versucht, sozusagen auf der anderen Seite der Front das zu stabilisieren. Du hast ja, glaube ich, bereits versucht, die nächsten, alles, was dahinter passiert. Das müsste halt, ich habe jetzt nicht genau im Kopf, das finde ich halt hier in der Gesamtausgabe auch nicht, wann 97 hat, wenn irgendjemand die Vicky Aventurica aufmachen kann und mal kurz reingucken. Die Fans, die wissen das, wir wissen das. Ja. Ich meine, es wäre halt tatsächlich das erste wirkliche Fanpro oder eines der ersten wirklichen Fanpro-Abenteuer gewesen. Das heißt, ich habe zu dem Zeitpunkt bereits geguckt, dass wir andere Titel ans Laufen bekommen und die erste Vorplanung für die Barbarats Erbenbox schon angefangen. Ja, ja. Okay. Das heißt, Ömel musste einfach plötzlich ins Verlagshandwerk einsteigen. Und währenddessen habe ich habe noch dazu parallel die Romanreihe auch noch machen müssen. Ich musste ja noch bei Heine auch noch den Parallel dazu den Roman mit Reidrich Honchel erschreiben, mit Dämonenmeister. Soweit ich weiß, bin ich nach wie vor weltweit der Einzige, der es jemals geschafft hat, ein Rollenspielabenteuer und den zugehörigen Roman gleichzeitig zu schreiben. Ja. Es gibt ein paar Leute, die haben nach 10 Jahren ihren Roman in ein Drehbuch umgewandelt. Und manche haben zu einem Film, der erfolgreich war, nachträglich das Buch geschrieben. Aber ich glaube, das war einfach. Ich glaube, gleichzeitig nicht. Ich würde jetzt unterstellen, dass Bernhard Hennen schon ziemlich viele Romane aus seinen Abenteuern geholt hat mittlerweile. Ja. Aber da liegen jetzt ja auch einige Jahre dazwischen. Ich hatte die Sache also wirklich praktisch parallel. Wurde ja auch durchaus kritisiert, dass gewisse Sachen ähnlich waren. Aber ich habe wie soll ich die gleiche Handlung, das wäre auch absurd, an mir vorbeizuschreiben. Ja? Also wie gesagt, es war einfach super schwierig, plötzlich da gegen Ende alle diese Sachen irgendwie zusammenzufügen. Ich kann jetzt als erstes meine erste Reaktion, steht das so drinnen? Sie müssen im Rausch der Ewigkeit den Namen geben. Ich meine, es gibt ja immerhin eine Nostradamus-Prophezeiung dazu. Also und das war zu den Zeitungen chronologisch, glaube ich, relativ klar, dass das ja am Ende sein muss. Also dann wird der Rausch der Ewigkeit über die Schöpfung wehen. Ich bin also davon ausgegangen, dass die Spieler schon da
mit Checklisten arbeiten, weil so ist das bei mir in den vielen meinen eigenen Spielrunden passiert, wo ich Prophezeiungen immer abgearbeitet habe. Die Fans haben immer dann, die Spieler haben immer solche Listen gehabt und gesagt dafür, naja, die drei Sachen wissen wir noch nicht, was es ist. Und dann muss es ja wohl jetzt irgendwie kommen. Okay, aber ich meine, die Erklärung, dass es quasi nicht testgespielt werden konnte und durch die Umstände zu der Zeit, ist schon mal ein guter Einblick. Weil man hat zwar die Prophezeiung, wo halt in der letzten Zeile der Begriff der Rausch der Ewigkeit fällt, aber die Sache ist, die anderen Bezeichnungen, die anderen Namen sind ja nie als explizite Namen wichtig geworden. Es ist ja nie wichtig gewesen, dass man das dem kühnen Tier sagt, du bist das kühne Tier oder sowas. Das sind ja Umschreibungen gewesen für ein Phänomen. Also da ist schon ziemlich viel Transferleistung, sag ich mal, nötig, um an den Punkt zu kommen. Aber ich will da gar nicht weiter irgendwie jetzt drauf rum, sondern die Erklärung wissen wir nicht, wie es in der Testrunde war, weil es gab sie dafür nicht, finde ich schon sehr einleuchtend. Weil ich glaube, das wäre so einer der Punkte, wo man in der Testrunde tatsächlich klar merken würde, wie das funktioniert und ob man noch irgendwie was anderes dran machen muss an diesem Punkt. Ja, also wie gesagt, ich kann mich jetzt konkret an diese Passage gar nicht erinnern. Es klingt auch nicht wirklich nach meiner Formulierung zu sagen, ihr müsst das so benennen, sonst geht nicht weiter, weil ich hasse Rätsel dieser Art. Nach meiner auch nicht, also ist Tom dran schuld. Okay, das ist sehr gut. Wenn Tom heute keine Zeit hat, dann schiebe ich ihm das einfach unter. Tom hat die Trolle geschrieben, aber inzwischen ist das Ganze ja mindestens zweimal bearbeitet worden, redigiert worden. Aber es kann doch einfach sein, ich nehme das auch gerne auf meine Kappe und nicht auf die Ruhalskappe, sondern auf die Hartmannskappe. Das kann einfach sein, dass ich an der Stelle ins Ziel kriechen sozusagen eine etwas zu schwammige Formulierung gewählt habe und zu viel von den Spielern erwartet habe an der Stelle. Es kann, Mayri, hast du anhand der Softcover oder anhand der Borberat-Bibel beziehungsweise an dieser die überarbeitete Ausgabe. Und ich weiß auch nicht immer, ich habe nicht immer gecheckt, ob es im Original schon so stand, wie es da stand. Aber es gibt den Punkt, wo man, es kann natürlich sein, dass jemand das nachträglich reingeschrieben hat, aber es sollte die letzte Zeile von der Prophezeiung ist noch sehr viel klarer werden. Das wäre nämlich durchaus, ich weiß nicht, Anton, hörst du zu? ich glaube, er ist nicht da. Weil Anton hat ja extrem gerne lose Enden verbunden. Nico schreibt, das war auch im Original so. Okay. Der hat das gecheckt. Nein, das ist auf jeden Fall. Anton war nicht schuld. Cool, dass das jetzt mein Ziehsohn Anton das zugeschoben bekommt, nur weil er es dann spielt. Den habe ich ja sozusagen zu meinem Nachlassverwalter ernannt. Weil ich war ja, ich muss das auch wirklich mal sagen, ich war ja wirklich nachher fertig. Ja. Also es war einfach für mich, ich habe da gefühlt 2,5 Jahre einfach eine Stellung gehalten und gesagt, ich habe den Fans versprochen, dass ich das fertig mache und bin zu Fuß nach Vladivostok gegangen, barfuß, und dann war es vorbei für mich. Damit war das ganze DSA auch im Grunde erledigt für mich. Also insofern, Elisa, kann wirklich sein, dass ich an der Stelle einfach etwas zu lässig gearbeitet habe oder es für mich zu offensichtlich war aus meiner narrativen Spielweise, wie ich das den Spielern suggerieren kann und ich das nicht sauber geschrieben habe. Okay, es war ja nur eine Frage. Nein, bitte, Entschuldigung. Du hast alles Recht, es zu fragen, und jeder, der es gekauft hat, hat erst Recht, ein Recht zu fragen. Wie war es denn konkret in eurer Spielrunde, als ihr es jetzt durchgetestet habt? Das war eine Wacke. Also, die Szene haben wir tatsächlich fast 1:1 gespielt, wie sie da steht. Das Kind sagt am Vorabend der Schlacht: Ich kann mich Borberat nicht stellen, wenn ich nicht weiß, wie ich heiße. Ich habe keinen Namen. Ihr müsst mir einen Namen geben. Dann steht die Runde drumherum. Alrik, so ungefähr, so ein bisschen, weil, und dann eben erklärt das Kind erstmal, beziehungsweise andere Leute erklären, ja, nein, es muss schon ein Name sein, der seine göttliche Natur enthält. Also es muss ein beschreibender Name sein, der sagt, was das ist. Und dann hat man sich wirklich Häppchen für Häppchen vorgearbeitet, so von wem war das Kind nochmal das Kind? Welche Götter waren daran beteiligt? Und dann am Ende hätten sie es beinahe einfach, weil sie es dann lustig fanden, Ewigkeit des Rausches genannt. Die Reihenfolge ist ja unklar. Ich glaube, ich habe als Dexter da ein bisschen genatscht. Ja, ich erinnere mich, dass du da vielleicht andersrum so ein bisschen den Finger dran gelegt hast. Wenn du mir die Situation jetzt so schilderst, stehe selbst ich als der damalige Autor fassungslos, aber was, das Kind hat keinen Namen, wie soll ich drauf kommen, wie dieses Kind jetzt heißt? Es ist doch eigentlich ganz praktisch, wenn es keinen wahren Namen hat, dann kann Borberat zumindest da nicht ansetzen und es verzaubern. Ja.
Wenn du das aber also, namenlos geht natürlich auch nicht. Ja, ich wollte gerade sagen, wenn du das als unser führender Magietheoretiker sagst, kann ich nur noch auf die kosmologische Ebene aussehen. Alle Dinge, die keinen Namen haben, kann Barbara besonders gut manipulieren, weil er einen Namen geben kann. Und deswegen muss es eben dringend einen Namen haben. Aber ich meine, es gibt der Chat sagt auch, ich meine, immerhin heißt das Abenteuer so. Und, ja, aber es ist halt eben, dann ist wieder die Grenze zwischen, die Transferleistung zwischen, was ich als Spieler oder Spielerin weiß und was mein Charakter weiß. Aber selbst bei uns haben sie es geschafft. Was heißt jetzt selbst bei uns? Ich meine, unsere Runde hat es geschafft. Sie ist drauf gekommen. Sie hatte Thomas als Hilfe. Ja, in einer, glaube ich, durchaus repräsentativen Runde, weil ich meine, wie gesagt, ich muss ja nicht nur für die Hardcore-Fans schreiben, die eben solche Sachen, die abends noch schnell solche Texte büffeln, sondern für Leute, die halt auch nur einmal in der Woche zusammenkommen und dann mal kurz wieder informiert werden müssen, was wir das letzte Mal eigentlich gespielt haben. Okay. Wenn du mich sagst, zum Glück war das damals, heute wird das Kind Kevin heißen. Kevin ist, die meisten Kevins sind auch bereits 25 Jahre alt. Kevin ist schon wieder durch. Kevin ist nicht inzwischen irgendwie... Leon und Justin sind so... Die Sammelbegriffe für Jungs geworden. Ja, Jaden. Wenn jetzt nachher kommt, dass das Kind eigentlich Justin Time heißen sollte. Ja. Oh. Als Kind von Satinav natürlich erst Justin Time. Justin Time. Wunderschön. 5 Dukaten in die Wortspielkasse. Geklink. Gut, das Kind und seinen Namen und dergleichen. Wir hätten es zumindest grob geklärt. Es gab auch eine Frage, die wir über Social Media bekommen haben, wenn wir uns jetzt Ende nähern. Tom ist leider nicht da, der hat die Trolle geschrieben, aber es gab die Frage dazu, ob man heute Trolle anders beschreiben würde als damals, weil die sind schon so ein bisschen, haha, die können gar nicht richtig Deutsch und sind so ein bisschen die Tump- und Kindhaften. Und die Frage ist, ob wenn man jetzt zurückschaut, ob man irgendwie das anders machen würde oder wie eure Sicht von diesen Trollen als Kultur oder dergleichen ist. Ich bin mir recht sicher, dass auch im Original schon drin war, dass man die Trolle, auch wenn sie eine lustige Sprache haben, sie definitiv nicht verkindlichen sollte. Also sie sind trollig oder trollisch, aber nicht drollig, auch wenn es sehr ähnlich klingt. Sprache ist natürlich auch an Ents mit ihrem langsamen... Oh Gott, ich habe gerade eine Erkenntnis. Hum. Moment mal, ich liebe es, Trolle darzustellen, die einen Hund dabei haben. Im Original gibt es ja Trolle, die Möpse dabei haben. Ist das einfach nur ein blödes Wortspiel wegen Trollmops, Rollmops? Ja, ja, das ist ein blödes Wortspiel. Die sind, Möpse sind später vor allen Dingen in Ich spiele seit 25 Jahren DSA und ich habe jetzt erst den Trollmops gehabt. Das ist unglaublich. Aber zurück zu den Ents als Vorbild. Ja, also bitte nur mal schnell zur Sicherheit, ob ich die Frage richtig verstehe. Der Einwand ist nicht, dass das jetzt irgendwie ableistisch wäre, eine ganze Bevölkerungsgruppe als... Der Einwand ist tatsächlich schon so, dass man es lesen kann, dass es halt eine ganze Bevölkerungsgruppe bekommt, beziehungsweise eine ganze Spezies ein bisschen infantilisiert und also die können die Sprache nicht richtig... und dergleichen abgekanzelt werden. Also jeder Mensch, der so denkt, ist in meinen Augen selber so ein Rassist. Wenn du aus der Tatsache, dass jemand eine Sprache nicht kannst, auf seine geistige Zustand folgerst, hast du nicht verstanden, wie Fremdsprachen funktionieren. Das ist ja wirklich absurd. Außerdem ist ja vollkommen klar doch immer gewesen, dass das Rollenspiel, das ist noch immer ein 4-Meter-Typ, der dir einfach einen Baum auf den Kopf dreschen kann, wenn du blöd kommst. Ja? Und nebenbei einem mehrere 10.000 Jahre alte Kultur verkörpert, die zwar im Niedergang ist, das weiß man aber aus den Zeitaltern, das wird allen passieren, das wird den Menschen auch passieren. Die haben magische Geheimnisse, die andere Sterbliche nicht haben. Die sind körperlich extrem beeindruckend. Sie sind keine Garethi-Muttersprachler.
Also ich würde sie vermutlich nicht wirklich anders darstellen. Tom hat wiederum ein bisschen, hat in seinem Roman ja auch ein bisschen eine andere Zugangsweise zu denen, als ich sie machen würde. Aber ich habe schon auch mitbekommen, wenn Tom Trolle verkörpert hat, die kommen, man muss vielleicht ab und an mal schmunzeln, auch über so Begriffe wie Wimmelkrieger, aber die sind immer beeindruckende Persönlichkeiten gewesen. Ja. Und zwar tatsächlich schon vom Jungtroll angefangen. Ja, zumal der Troll, speziell bei Tom, wie es er spielt, aber auch bei mir, er sagt ja nicht Wimmelkrieger, sondern er sagt ja Wimmelkrieger. Ja, also das hat schon einen anderen Aspekt. Und ich muss also wirklich hier wirklich eine Stange für die Trolls brechen. Das war ja schon von Anfang an eine Rollenspielgeschichte zwischen Uli und mir. Uli war 1,98, ich bin 2,03 Meter. Wir haben ja nicht nur die Torwaller deswegen hochgebaut, sondern wir haben auch immer miteinander Trollgeschichten gehabt, weil wir uns einfach gut identifizieren konnten mit den großen, naiven, gutmütigen, aber bitte leg dich nicht mit mir an, Typen. Es ist, die Trolle sind quasi eine Hommage an die großen Riesen, ja, in der Redaktion. Ja, ja. Also die auch in deinem Fall ja nicht muttersprachlich preußisch-hochdeutsch sprechen. Wir müssen mal darauf hinweisen, dass ich Immigrant bin. Genau, ich kann mich ja auch nicht in meiner Muttersprache ausdrücken, wie man mir gerne unterstellt. Richtig, ja, genau. Richtig. Ich bin ja auch mein armer Troll. Genau. Okay. Es gibt und gab Fragen, wenn wir uns dann dem Finale nähern dazu. Und er hat es ja auch schon angesprochen, die Schlacht. Dass es das tatsächlich als Taktikspiel gibt. Und wo ich jetzt nochmal meine Frage wiederholen will, das war dann auch alles nicht testgespielt? Weil das, oder ist das einer von den Punkten, der tatsächlich mal ausprobiert werden konnte? Ich meine, die Regeln, also das Abenteuer, also das Brettspiel schon, das ist schon ein paar Mal getestet worden. Ich gehe davon aus, dass das getestet worden ist, weil es kam ja von Bernhard. Bernhard Hennen ist ein begeisterter, langjähriger Püppchenschubser. Und zwar auch wirklich in großem Maßstab. Der spielt, glaube ich, immer noch in Erkrath in der Gesellschaft für historische Simulation, heißt sie, glaube ich. Die halt wirklich sehr viel napoleonische Sachen machen. Bernhard hat, ich glaube, Wolfgang Holbein über das Warhammer-Spielen, also Miniaturen Warhammer, nicht das Rollenspiel, kennengelernt. Also Bernhard selber sagt, er hat ihn kennengelernt, weil er ihn interviewt hat als Journalist und dann einfach nach dem Interview gesagt hat, wissen Sie was, ich schreibe auch gerade einen Roman. aber ich weiß auch, dass Bernhard ein sehr, sehr begeisterter Tabletop-Spieler ist und auch immer noch ist, und noch haufenweise Armeen hat. Ich kann mich dunkel erinnern, dass mir Bernhard sogar sowas gesagt hat wie, du Hartmann, du musst folgende Einheit, musst du in der Geschichte etwas beeindruckender beschreiben, weil die sind bei uns, bei allen Tests, immer durch sämtliche Fronten durchgebrochen. Versuch das im Spiel, also in der Handlung, irgendwie anzusprechen als Eventualität. Weil natürlich etwas, was das Brettspiel abbildet, sollte natürlich dann im Rollenspiel erwähnt werden und nicht unbedingt damit solche Sachen zusammenpassen. Also in dem Sinn, das war, glaube ich, verglichen mit anderen Sachen, die ich da so aus der Hüfte heraus mir aus dem Fleisch geschnitten habe, war das sicher recht gut getestet. Wie gesagt, das ist halt auch noch eine Hommage an das Cosim, wie es in mehr als 1000 Oger drin war. Ja. Das war ja auch irgendwie mit der Karte zum Ausfalten und den Countern zum Ausschneiden. Ja, da hat Uli ja eben auch schon dafür Interesse gezeigt. Übrigens, da muss ich nur schnell sagen, wegen den 1000 Ogern, ich hatte das vorher gesagt, wir zwei sind die beiden Söhne, die Papa die Welt kaputt gemacht hat. Es ist ja nicht so, dass wir das gegen Uli gemacht hätten. Als wir Uli vorgeschlagen haben, das zu machen, ist er sofort, hat er gesagt, fantastisch, ich will ja eh das zerbrochene Rad schreiben, dann habe ich jetzt endlich so einen Tolstoi-artigen napoleonischen Krieg im Hintergrund, vor dem ich meine Handlung erzielen kann. Also er brauchte auch. Also wir haben einfach alle drei gemerkt, wir brauchen endlich mal so wirkliches Drama und Verwüstung und Katastrophe, weil das halt einfach gute Geschichten erzählt.
Und das, ja, das Kursim war in vieler Hinsicht einen Bogen schließen sozusagen. Ihr habt als junge Helden habt ihr gedacht, dass die Tatsache, was Carlotta mit den 1000 Ogern da gemacht hat, eine Riesenbedrohung war. Und jetzt stellt sich heraus, dass es war nur ein kleiner Regionalkrieg verglichen mit dem, was ihr jetzt ermalt habt. Wobei wir tatsächlich, ich habe die Rausch der Ewigkeit zweimal gespielt, einmal bei uns in der Runde. Allerdings tatsächlich auch, nachdem er fertig war. Hat ja unsere G7-Runde hat ja auch sich über 10 Jahre oder 11 Jahre gezogen. Schön zu hören, dass das jetzt bei den Autoren so ist. Und ich habe sie einmal fertig gespielt für eine Freundin aus dem LARP, die an Krebs gestorben ist. Und ich habe quasi ihre... Also sie hingen halt auch in der Barbarat-Kampagne und Drex Krebs wartet halt da nicht drauf. Und habe dann halt in der Runde fertig gespielt. Und in beiden Runden war es so, dass wir das Brettspiel eigentlich nur zur dramatischen Visualisierung genommen haben. Okay. Das sieht natürlich schon beeindruckend aus, wenn da irgendwie hier ein Dämonencounter und untoter Heerwurm und was nicht alles übers Brett geht. Und wie gesagt, in den beiden Fällen, wo ich halt gespielt habe, nie als Brettspiel selber. Deswegen kann ich die spielerische oder Regelqualität gar nicht so sehr beurteilen. Die 1000-Oger-Schlacht haben wir tatsächlich mit zusätzlichen eigenen Countern und einer vergrößerten Karte und hast du nicht gesehen, wirklich damals auch selber gespielt. Entschuldigung, der Hund möchte den Greenscreen abbauen. Aber hat sich, glaube ich, jetzt doch dagegen entschlossen, ist zu viel Arbeit. Solange wie auf dem Greenscreen kein großer Baum drauf ist, wo er dann lernt, dagegen zu pinkeln. Er hat noch nicht angefangen zu markieren, beschwör's nicht. Er ist noch nicht ganz 5 Monate alt. Das heißt, es hieß im Chat gerade auch, irgendwie, das Spiel war kaum spielbar, aber das wegen der Blattgröße und dem Verhältnis zu den Plättchen. Also die Art und Weise, wie es dann tatsächlich abgedruckt präsentiert wurde, hat sicherlich einigen Leuten es schwieriger gemacht, das tatsächlich zu verwenden. Naja, das ist wahrscheinlich unvermeidbar. Ich meine, das ist jede Form von kreativer Tätigkeit ist ein Beruf und Cosims bauen ist ein eigener Beruf. Und Avalon Hill in den 80er Jahren hat damals Cosims gebaut. Jetzt weiter, wäre schade, wenn man das als Laie sofort auch hinkriegen würde. Ja, das ist nicht klar. Das war. Ich kann mich auch erinnern, als ich die Druckbögen gesehen habe, ich drauf gedacht, das, wenn da einmal kräftig niest am Tisch, dann hast du schon deutliche strategische Umveränderungsverhältnisse. Also das, aber woher? Ja, zum Beispiel Wooden Ships and Iron Men von Avalon Hill, ein Seefahrt, also napoleonische Zeit, Seegefechtsspiel. Das lag auch, also das war der Standard damals, gar keine Frage. Und es war ein Avalon Hill Spiel, das heißt, es gab Regel 6.3.1.a. Wenn irgendwie, weiß nicht, Nelson dann Schnupfen hat oder was auch immer. Das war ultra simulativ, aber da waren grundsätzliche Sachen zu halt, da musste man segeln können für dieses Cosim. Und das, ja, die Stellung des Schiffs zum Wind, ob man jetzt wenden oder halsen als Manöver macht, also durch den Wind oder vom Wind ab irgendwie das Schiff dreht, war alles wichtig, so Sachen wie Crossing the T, also das Kanonenfeuer irgendwie auf die gegnerische Linie konzentrieren, lauter solche Sachen. Sorry, ich muss in den Hintergrund kurz dolmetschen, damit ihr versteht, wovon er redet. Also wir sprechen von der Zeit vor dem Internet und es gab in den 80er Jahren einen gigantischen Boom von Cosims, also Konfliktsimulationsspielen, die damals horrende Summen in der Größe von 60 Mark oder was gekostet haben und Regelhefte hatten, also das Imperium Romanum 2, das definitive Spiel dazu, damals hatte, glaube ich, 700 Seiten Regelheft. Also das heißt, alles, was später heute in Computerspielen
implementiert ist an Datenverarbeitung, hat man dann in der Vorwegnahme des Internets versucht, mit Regelmechanismen abzubilden und dementsprechend. Also da war Wooden Chips und Iron Man ein Leichtgewicht. Ich wollte nur sagen, das und ein mehr auf Ruderschiffe bezogenes Spiel namens Rammstoß, was in der Spielwelt, also dem Midgard Magazin im Endeffekt war. Das waren auch Sachen, die sowohl in Seefahrt des schwarzen Auges, also der Band, der in der Torwallbox drin war, als auch später in Effertswogen immer daneben gelegen haben, um auch irgendwelche Schiffsbewegungen, Schiffskampf und so was halt wirklich umzusetzen. Das heißt, wir haben alle in irgendeiner Form Kontakt mit klassischen Cosims oder mit Tabletops gehabt. Ja, wobei es einer meiner persönlichen Pet Peeves ist Schiffsbewegungen und Schiffskampf im Rollenspiel. Entweder ist es richtig oder es macht Spaß. Irgendwie habe ich persönlich noch keine Lösung gefunden, die beides miteinander vereint, Realismus und dass man tatsächlich auch irgendwie Spaß dran hat, kurioserweise. Also, aber ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. Tatsächlich Segelschiffe würde ich vermutlich auch sein lassen. Wo es gut funktioniert mit Raumschiffen, ist in Coriolis, weil halt allen Leuten in der Spielrunde eine Funktion an Bord geben wird und die Runden so aufgebaut sind, dass halt auch jede Position einmal drankommt. Das heißt, du hast niemanden, der daneben sitzt und Däumchen dreht. Das gibt es ja auch für Star Trek Adventures, ein sehr ähnliches Konzept wiederum. Und es gibt auch ein paar Konzepte, die versuchen, das dann für Fantasy-Segelschiffe-Varianten irgendwie zu machen. Aber da ist halt eben der Punkt irgendwo zwischen Realismus und Spaß, geht die Verbindung verloren. Aber gut, das heißt, die Cosim-Einlage, die Brettspiel-Einlage, die ist unter anderem mit halt eben Hilfe von dem Spezialisten Bernhard entstanden. Aber die Frage ist, das warum ist, weil es eine Hommage an mehr als 1000 Ogre ist? Also, oder kam die Idee, das reinzumachen, einfach weil es sehr viel irgendwie wieder Mehrwert ist? Weil wenn Thomas sagt, ihr habt es selber auch immer nur zum Illustrieren benutzt, warum ist das drin? Warum ist das ein Bestandteil des Abenteuers und der Kampagne? Weil eine Schlussschlacht darzustellen einfach eine wahnsinnig komplexe Angelegenheit ist. Du kannst die Perspektive machen aus der Sichtweise des Grunts, also des kleinen Bürgers in der Schlacht, der keine Ahnung, was passiert, der nur 10, 15 Meter weit sieht und keine Ahnung, was passiert. Das ist realistisch, aber gar nicht spannend. Außerdem, sobald du eine fliegende Hexe hast, hast du auf Luftaufklärung, dann will die wissen, was passiert. Und wenn du dann unten auch nur einen Antwort, zwei strategisch denkenden Mitspieler hast, wird er sofort sagen, daraufhin bitte, ich will hier keine Billigausreden haben, wie da vorne stehen ein paar Zants. Wie stehen sie, in welcher Stellung stehen sie? Und dann muss ich einen Winkel geben, über die ich mit den letzten verbliebenen Koscher-Rittern noch durchkommen kann, oder? Ist egal. Dann opfern wir ihm die Koscher-Ritter. Wir werden aber dann noch durchkommen können. Und dann dementsprechend ist es einfach sinnvoll. Ja, also ich habe das auch eher, ich habe 84 schon das erste Mal für meine persönliche Fantasy eine Schlussschlacht gespielt nach 2 Jahren. Und ich habe es auch eher immer die Purple-Schieberei als Inspiration benutzt, als weniger als direkte Regelsystem. Aber es ist einfach eine weitere Methode, es darzustellen für eine weitere Simulationsebene sozusagen. Und grundsätzlich kommt das Rollenspiel natürlich aus dem Wargaming. Davon abgesehen, dass die... Also eine der Wurzeln. Ja. Und es sind einfach über die Zeit, haben wir auch festgestellt, es gibt durchaus Leute, die halt dieses Crossover, sei es Skirmish Tabletop, sei es bis hoch auf die Cosim-Ebene oder ich weiß, dass es Umsetzungen auf die politische Ebene gab, wo halt Aventurien in Provinzen verteilt worden ist, die Provinzen irgendwelche Güter produziert haben, du Politiker mit Einfluss und Armeen mit militärischer Macht hattest und
das irgendwie rumschieben konntest. Ob das jetzt dann auf der Basis von, wie hieß das, BattleTech, Succession Wars Spiel, oder ich weiß, das ist eine aventurische Variante von El Grande, zum Beispiel als Fanprojekt gab. Also tatsächlich. El Grande ist ein Politikspiel? Ich kenne es persönlich nicht. Ich habe es selber auch nie gespielt, aber es ist ein Politik- und Verhandlungsspiel und Spiel des Jahres gewesen. Und Ansichtlichen Usurpation zum Beispiel war das durchaus auch eine Frage, die mir diverse Leute gestellt haben. Gibt es nicht eine Möglichkeit, das über ein Brettspiel darzustellen, dass man ein bisschen einen Überblick hat, welche Provinzen sind eigentlich auf der Seite des Thronräubers und welche Seiten sind loyal? Und könnte man da nicht sowas wie Loyalitätswerte machen und dann für die Bevölkerung einen Loyalitätswert und für das jeweilige Oberhaupt und solche Sachen? Also das Bedürfnis ist halt sehr schnell da, wenn du anfängst, einen Kontinent zu simulieren sozusagen, dass es dann eben auch ein Konflikte auf einem Fantasy-Kontinent werden im Session Konfliktsimulation spielen. Ich meine, Midgard kommt über das ewige Spiel auch quasi aus, aus einer Großsimulation, genau. Okay. Das Ende. Erst einmal, wir haben schon ein paar Mal drüber geredet, dass die Zeichen ja die Methode waren, speziell für Hartmar, irgendwie an jeden Spielercharakter einen Griff dran zu machen, wo man diese Figur packen kann. Wie seid ihr dann rangegangen zu verteilen, wer macht was? Weil ihr sagtet ja, es war geplant, dass es diese Konfrontation geben muss, aber ich denke, als die ersten Zeichen geschrieben wurden, als die ersten Abenteuer, wo Zeichen verliehen, geschrieben wurden, gab es da noch nicht die Vision, wie dieses Zeichen in einer finalen Konfrontation was machen wird, oder? Nein. Ich würde das auch selbst aus der heutigen Perspektive sagen, es ist noch nicht einmal klar, dass alle Zeichen überleben müssen, die volle Zeit bis zur Schlusskonfrontation. Die Aufgabe des zweiten Zeichens ist es, Leute zu sammeln. Ja, das kann durchaus sein, dass diese Aufgabe erfüllt ist zu dem Zeitpunkt, wo eben dann ein Heer an der Trollmauer steht und niemand kommt auf den Gedanken, dass dieses Hexenzeichen da drin jetzt noch was leisten soll. Es könnte jemand sterben und das ist ja eine realistische Situation in vielen Spielrunden gewesen. Also auch ihr habt ja Spielerverluste, also Verluste an Spielern, nicht an Charakteren gehabt. Ich muss damit rechnen, dass Charaktere sterben. Ich muss damit rechnen, dass Spieler aussteigen. Und damit ist es einfach denkbar, dass wir, deswegen war theoretisch ja von hinten an durchaus die Option da, dass es deutlich klar ist, welche NSCs das übernehmen wurden. Also ich meine, diese klassische Verbindung zwischen Friedrich Honchobert und dem Schwert-Siebenstreich war ja durchaus, sollte die Information sein. Bitte, wenn es muss nicht jemand unbedingt von den Spielenden haben, es kann auch der sein. Ich schreibe euch die Optionen, in denen alle glauben, er wäre derjenige und dann stellt sich im Finale heraus, er ist es doch nicht. Aber da muss ich einfach offen bleiben für jede Variante. Zu dem Zeitpunkt hat über den Daumen gepeilt, 7 Jahre entwickeln, dafür gesorgt, dass die Zeichen einfach sehr, sehr unterschiedlich sein können. Außerdem ist immer noch die Frage, auf wem ist das Zeichen gelandet? Ein Traumdreher geht weiter mit dem zweiten Zeichen, wird es ja anders angehen als die Sache, als eine junge Hexe, die es von Unzüllig persönlich bekommen hat. Ich höre dich nicht. Entschuldigung, ich habe gerade kurz den Ton ausgemacht, weil der Hund enthusiastisch auf etwas gekaut hat, aber jetzt ist er gerade wieder leiser. Und Thomas hat ja schon gesagt, na, dann musste die Schlacht eben an der Trollpforte stattfinden. Aber meine Frage ist, warum dort? Abgesehen davon, dass wenn man sich dann halt eben die Geografie anschaut und wenn man schon gesagt hat, er greift Tobrien an und das ist das, wo die Machtbasis entsteht auf dem Kontinent, dass es dann ein logischer Punkt ist. Aber warum wegen dem Rückgriff auf Tausend Oka wieder oder weswegen ist die Entscheidung gefallen, dass dort am Arsch der Welt, vorsichtig gesagt, beziehungsweise da, wo zwei Backen sich treffen, der Welt. In der Kim. In der Kimme der Welt sozusagen, dass dort die Entscheidungsschlacht stattfindet. Römer und ich einfach als die beiden Generalfeldherren reagiert. Das ist, wenn der Feind aus dem Osten kommt und da steht eine Mauer, die schon mal gebaut wurde, um Trolle aufzuhalten und dann genutzt wurde, um Oger aufzuhalten. Es wäre es ist sowieso die letzte Gelegenheit. Sobald sie durch sind, sind sie im Mittelland und dann, das war's dann. Also insofern war es die logische
Also auch aus aventurisch-konventionell-strategischen Überlegungen ist logische Variante. Und andere Sorten von Schlachten, also Stadtbelagerungen, Invasionen, also klassische Marine-Aktionen, hatten wir ja durchaus, wenn auch in kleinerem Rahmen, in Tobrien ja schon weiter. Dann gab es halt die Schlacht auf den Valusanischen Weiden, die halt in Ullis Roman erzählt worden ist und was da im Umfeld war. Und das heißt, wir haben einfach diesen Fokus gehabt. Wir haben einen Ort, der sowohl dramaturgisch passt als auch strategisch. Und wieso nicht irgendwie eine zweite Schlacht an der Trollpforte, die gleichzeitig die dritte Dämonenschlacht ist? Das macht sich immer gut in Geschichtsbüchern. Das macht sich genau richtig. Ja. Vielleicht soll ich an der Stelle nochmal grundsätzlich erzählen dazu, warum Borberat in Tobrien gelandet ist. Ja, sehr gerne. Das ist nämlich eine Sache, die nicht feststand. Wie gesagt, Wimmel und ich waren uns einig, dass wir ein paar Teile Aventuriens opfern werden müssen. Ja. Ich lach nicht über dich, Entschuldigung. Ja. Und dann haben wir halt angefangen, ein bisschen rumzufragen und haben ein bisschen so, dann haben halt Autoren gesagt, nein, nicht das, weil das habe ich ja gerade aufgebaut. Ja, und das ledige Feld können wir schlecht opfern, das ist wirklich ein bisschen blöd, oder? Das brauchen wir irgendwie als Gegenlicht für das Mittelrhein. Im Süden, es interessiert niemanden, im Norden ist es ein bisschen langweilig, was könnten wir nehmen? Und irgendwie kristallisiert sich dann halt doch die klassische archetypische Bedrohung aus dem Osten heraus, die, das muss man mal dazu sagen, Sauron greift ja auch nicht zufällig aus dem Osten an, sondern das ist halt in Europa. Europa ist der Wurmwortsatz an Asien und daher waren unsere großen Bedrohungen unserer Gesamtzivilisation, die kamen immer von den Reitervölkern aus dem Osten. Von den Mongolen im Wesentlichen, aber halt auch alles weitere. Und dementsprechend ist das Narrativ. Die Chinesen erzählen das vollkommen anders, die Geschichte. Für die ist klar, dass der Feind aus dem Westen kommt. Ja, und teilweise, ich meine... Oder aus dem Norden. Genau, aus dem Nordwesten. Und bis heute ist, glaube ich, ungeklärt, ob die Xiongnu, wegen denen die Chinesen der Arsch auf Grundeis gegangen ist und die Hunnen identisch waren oder... Ob sie sich an der Mauer die Zähne ausgebissen und darauf über uns hergefallen sind, genau richtig. Also das heißt, wir haben überlegt, und dann hat sich das halt irgendwie so rauskristallisiert, na, Tobin hatte auch den Vorteil, dass es relativ dünn besiedelt war. Aber zu diesem Zeitpunkt hatten wir über das Baroniespiel hatten wir einen Haufen aktive Fans, die eben entweder Barone geworden sind oder sich anders eingerichtet haben. Und daraufhin mussten Ulmen und ich dann haben einfach mal die Tobria zusammengerufen und gefragt, sag mal Leute, Duty Calls. Wie sehr hängt ihr an euren Ländereien? Wie sehr liebt ihr Aventurien und wie sehr seid ihr bereit, für DSA etwas zu leisten? Wir haben eine unangenehme Nachricht für euch. Es ist noch keine Nachricht, wir wollen eure Entscheidung. Genau. Und das war auf einer Katlenburg, der Vorgängerveranstaltung des Allaventurischen Konvents auf der Bildstein. Und da haben wir halt tatsächlich die anwesenden Adligen, die wiederum aus verschiedenen persönlichen Konstellationen heraus, Uli Kneiphof, der Kanzler Delo von Tobrien und seine Kumpels waren halt schon waren sehr aktiv im Adelsspiel, waren dann auch schon in der Mitorganisation da von der Katlenburg, also von dem Treffen. Das heißt, es waren auch sehr viele Tobrier anwesend. Und wir haben die Frage gestellt, Leute, hättet ihr Spaß daran, wenn ihr mitbeschreiben dürft, wie wir euer Land verwüsten? Hey! Also tatsächlich, gerade unter den Tobriern, ja, es gab sicherlich 3-4 Leute, die gesagt haben, ach nee, wir haben doch irgendwie so ein schönes Briefspiel laufen. Jetzt gar nicht mal böse gesprochen, irgendwie macht uns unsere Gartenzwerge nicht kaputt. Sondern irgendwie, die haben halt andere Schwerpunkte gesetzt, irgendwie Familienbeziehungen untereinander, kulturelle Sachen, Stammbäume gezeichnet, was auch immer, was man halt im Adelsspiel so macht. Aber die meisten haben gesagt, oh ja,
toll, wir werden in die Geschichte eingebunden. Und ja, wir sind dabei. Und tatsächlich haben wir das mit dem Tobrischen Adelsbriefspiel auch wirklich, denke ich, sehr lange konsequent durchgezogen, dass wir ihre Frontberichte und persönlichen Dramen dann auch im Aventurischen Boten untergebracht haben und die Leute halt untereinander immer wieder vernetzt haben, auch in Abenteuern und Quellenbänden, die entsprechenden Figuren benannt. Also ich glaube, das haben wir damals an Interaktion mit einer großen Spielerbasis, ja, ich denke, schon ganz gut hinbekommen. Ja. Okay, also Tobrien, weil es war da und sie hatten Bock drauf. Die ja, Leute, und sie waren wirklich großartig, also wirklich mit was für eine Bereitschaft, wie sie gesagt haben, viele, viele Jahre von Aufbauspiel beiseite zu wischen für das Drama. Sie hat ja auch ein bisschen die tobrische Mentalität geholfen, ja, weil es haben die Spieler naturgemäß haben ja auch schon einen eigenen Charakter bekommen. Wir wussten, dass die Dapazier machen nur noch Rabenmundsche Hofintrigen und es war klar, dass die Almadana mit ihrem Streitheindl-Kodex ganz andere Interessen gehabt haben. Die Tobrier waren da eben irgendwie auch ja, der richtige Schlag an Persönlichkeiten sozusagen. Also ich muss mich da ausdrücklich auch nochmal bedanken bei denen. Das war wirklich großartig, weil wir eben wirklich großzügig ihnen da Lehen vergeben haben in den Jahren davor und dann plötzlich eben mitteilen mussten, Leute, das ist für den Gesamtplanung gar nicht so einfach, wenn dann plötzlich Leute da drauf sitzen. Und wir haben ja teilweise, haben die uns regional, also Lokalbeschreibungen geschrieben im Format einer Regionalbeschreibung. Ich habe mindestens dreimal so eine Regionalbeschreibung einer Baronie bekommen, die gebunden war und versucht war, im gesamten Stil gleich zu machen, mit niedlichen kleinen Selbstillustrationen, aber weitgehend im Stil angelehnt daran, wie eine Regionalbox ausgeschaut hat. Und ich habe mich damals gezwungen dazu, als ich die ersten Berichte geschrieben habe über die Landungenagenturen, ich habe diese zwei Dinge angeschaut und mir bewusst gemacht, eigentlich zünde ich das Ding jetzt an. Ich habe sie dann nicht angezündet, aber ich habe kurz überlegt, ob ich mir selber den Schmerz sozusagen anzutun, das Ding vor meinen Augen verbrennen. Ich mache solche Sachen jetzt kaputt. Und das, glaube ich, hat es dann auch authentischer gemacht. Ja, und genau, die persönlichen Anekdoten, die Betroffenheiten von Spielern waren, aber die haben ja den Aventurischen Boten dann auch eben wieder farbiger gemacht, in verschiedenen Ebenen. Auf der einen, es ist ja nicht nur so beeindruckend, wenn ein Herzog nur schreit, dass er so und so viel Landfläche verloren hat, aber wenn du dann Geschichten über Flüchtlinge hörst oder heldenhafte Last Stands und drei Amazonen und ein örtlicher Baron, die beschlossen haben, diese Mühle wird gehalten bis zum Schluss, das macht dann halt wirklich die entsprechenden Geschichten aus. Okay, armes Tobrien. Armes Tobrien. Aber dann zum die Auflösung, sage ich jetzt mal. Ihr habt euch dafür entschieden, dass am Ende der Gegner nicht einfach totzuschlagen ist, sondern dass es tatsächlich eine recht große kosmische Sache ist, ihn zu nehmen und zu entrücken. Und erstens, wessen Idee war es, dass es so zu Ende geht mit Borbarat? Und wie arbeitet man darauf hin, beziehungsweise wie verkauft man das dann auch einer Heldengruppe und den Spielenden? Weil es am Ende, jetzt mal ein bisschen pieksig gesagt, dem geht es jetzt gut, ja. Der hat da seine Wunschvorstellung davon, wie er gerne die Welt hätte und ist weg und hat aber eigentlich halt ja unglaubliches Grauen über die reale Welt gebracht. Also warum dieses Ende und wie verpackt man sowas? Ich glaube, wahrscheinlich hat Ömmel dafür appelliert von Anfang an, dass Borbarat nicht einfach billig abgemurkst wird, oder? Nee, das drehte sich gar nicht mal so sehr um das nicht billig abmurksen, sondern wir haben Borbarat ja so aufgebaut, dass er die Multipakte, die er geschlossen hat, die an ihm zerren, heißen ja, es gibt einen Preis zu gewinnen. Und wenn irgendeiner der Erzdämonen oder wenn der Namenlose Borbarats Seele bekommen hätte, wären
das zu einer extrem mächtigen Entität geworden. Der Namenlose hätte sich losreißen können. Einer der Erzdämonen hätte halt quasi seinen Spielraum auf der deutlich erweitern können. Deswegen musste die Seele Borberats weggepackt werden. Und zwar in einem Gefäß von göttlich-kosmischen Dimensionen. Und da war dann natürlich, ich meine, das Kind hat sich im Endeffekt in diese Globule verwandelt. Das ist, hat seine Existenz vermutlich aufgegeben und ist ein Stern geworden, quasi auch. Vielleicht ist das, was man am Himmel gesehen hat, gar nicht der Stern Borberat, sondern die äußere Hülle der Globule, seines Gefängnisses. Und das ist das Kind. Also ich kann mich erinnern... Aber das ist tatsächlich irgendwie völlig abgedrehte kosmologische Sache. Ich verstehe, dass irgendwie irgendjemand möchte, weiß ich nicht, den Todesstoß versetzen oder zumindest sehen, wie etwas, was man selbst geschaffen hat, irgendwie dieses harmlose, etwa 10 Jahre alt aussehende Kind, ist dann ganz zum Schluss, während der kosmische Wolf ihn gelähmt hat, geht das Kind hin, tippt ihm vorsichtig auf die Stirn und Barbaras Schädel platzt und irgendwie es gibt ein zufriedenstellendes Ende mit Knalleffekt. Ja, oder vielleicht auch einfach dieses jetzt blöd gesagt, der Rachegedanke dafür, was man, wie gesagt hat, man hat ja eben ewig nur Rückschläge bis kurz vor dem Finale. Man kriegt ja immer wieder in die Fresse von Borberat und Schergen und muss sich zurückziehen und Dinge aufgeben und Städte fallen und so weiter, dass man vielleicht einfach den Moment gehabt hätte. Aber da habt ihr euch quasi bewusst gegen entschieden für ein anderes Ende. Ich kann mich ganz genau erinnern, mir war es sehr wichtig, einfach keines dieser üblichen Enden zu haben. Es wurde ja einfach, ich meine, es ist ja, die Geschichte ist ja recht archetypisch. Es ist ja völlig faszinierend, wie die Rowling dann die gleiche Geschichte, siebenteiliger Band mit Rückkehr des bösen schwarzen Magiers und die magische Community muss dagegen vorgehen. Das ist einfach so ein Archetyp, der ist in so vielen Varianten schon gekommen. Deswegen wollte ich wirklich ein Ende haben, das eben nicht diese klassischen billigen Erwartungen bedient. Und natürlich, ja, Rache ist so eine klassische Sache. Aber es wäre dann so schnell so kleinkariert geworden. Wer in der Runde darf denn jetzt den letzten Todesstoß machen? Ja? Killstealing und so weiter. Das ist immer so lästig, wenn man irgendwelche Leute die letzten Lebenspunkte wegsplättert, immer wer dann den letzten Stoß hat. Und das wäre irgendwie bei Borberat popelig gewesen. Und das, okay. Ja, und dazu kam ja dieser kosmologische Aspekt. Die Seelen sind der eigentliche Schatz von Aventurien, von Dere. Die Dämonen draußen versuchen sie zu kriegen. Und damit dieser ja letztlich auch ein bisschen tragische Aspekt von Borberat zur Kenntnis kommt, dass dieses Pokerspiel, das er gespielt hat, dass sozusagen die Welt das honoriert und sagt, ja, er hat das aber nur mal gemacht, er hat seine Seele 7-mal verkauft. Wenn wir ihn jetzt in eine Zeitschleife einbinden sozusagen, dann kann er nicht sterben und dann kann er auch geerntet werden. Dann verlieren wir ihn auch nicht. Und das ist letztlich, also für mich ist das ist ja mein Pazifismus, glaube ich. Letztlich war es eben, es sollte ein versöhnliches Ende sein. Ja, oh Gott, er liegt jetzt für alle Ewigkeiten in einer Masturbationsmaschine und es geht ihm total gut, ja. Aber dafür kann eben auch nicht das Schreckliche passieren. Und das Schreckliche ist nicht, dass er in Aventurien so viele Leute umgebracht hat. Das Schreckliche sind diese ganzen Pakte und diese ganzen Einfallschneisen für die zahlreichen. Ich meine, da unten, Ömmel behauptet ja bis heute, dass er als Eribal das Ganze eingefädelt hatte von draußen und so. Das ist ja, welcher Darsteller man immer auch folgt. Das ist auf jeden Fall ein widerliches Pokerspiel gewesen zwischen entsetzlichen Entitäten und einem Typen, der etwas zu hoch gepokert hat, aber am Ende mit seinem Bluff gewonnen hat. Mit seinem Bluff, ja genau, und dann halt doch einen Bruder und Verwandtschaft hatte, die sagte daraufhin, nein, also in Konkurs gehen lassen wir nicht. Nein, dann geben wir lieber alles auf. Und dann nageln wir lieber in eine Kiste und verstecken ihn irgendwie bei uns. Entschuldigung? Ich wollte jetzt nicht unterbrechen, aber es gibt noch eine Frage aus dem Chat, nämlich zum Ende der Gezeichneten, dass es durchaus auch Empfehlungen gibt, dass die Gezeichneten in der Schlacht fallen können und was ihr von dem Ende für die Truppe halten würdet. Das musste ich hineinschreiben, weil es einfach
die klassische epische Handlung endet mit dem Tod des Helden. Das ist etwas, was wir in unserer modernen Lichtreicher-Gesellschaft völlig vergessen haben. Aber selbstverständlich, die Nibelungen sterben, Beowulf stirbt, Siegfried stirbt, Vertroja und so weiter. Auch von ja gut, die Nibelungen sterben später in einem weiteren Lied, weil eine sehr wütende Frau ein Haus anzündet. Ja, aber das ist der eigentliche Handlung. Es ist einfach, früher sind Geschichten erzählt worden. Es war allen klar, eine gute Geschichte endet mit dem Tod des Helden. Am Ende, was immer er noch leistet. Vielleicht nimmt er sogar noch einen Drachen mit, so wie Beowulf das gemacht hat zum Beispiel. Aber ich muss die Option ja einfach berücksichtigen, dass einfach viele Leute die Kampagne wirklich als Finale auch ihrer Spielrunde spielen wollten in der Konstellation und gesagt haben, danach spiele ich diesen Charakter bestimmt nicht weiter. Ja, weil was soll auch noch danach kommen? Wieder entführte Prinzessin retten und Kobolde austreiben? Nicht wirklich verschlüssig. Also wenn jemand sagt, ich möchte hier Schluss machen, und ich hätte es gerne bitte lieber blutig, schmutzig, dramatisch mit Heulen nach 15 Jahren diesen Charakter spielen. Es ist mir lieber, als nachher rumzustehen und salbungsvoll in den Sonnenuntergang zu reiten oder vier Epiloge zu haben, wie Tolkien das gemacht hat, mit Leuten, die sich verabschieden und man hört über Jahrzehnte, was sie noch dann alles geworden sind. Jeder wie er will. Aber ich meine, das stünde auch drin. Es besteht natürlich schon die Möglichkeit, den Hügel der Sieben zu überleben und dann als Eremit NSC irgendwo sich in die Trollzacken, vielleicht zu den Trollen zurückzuziehen und dann bisweilen als Orakel von kommenden Heldengruppen angesprochen zu werden. Nur, wir waren uns wirklich einig, ein klassisches Weiterabenteuern der Helden wollen wir nicht. Das erschien uns einfach zu banal. Also dann tatsächlich, ich sag mal, für klassische für typisch rollenspielerische Ansprüche an ein Kampagnenende mag das frustrierend sein. Aber es kommt mir zumindest dramaturgisch immer noch richtig vor. Also ich muss einfach beide Optionen anbieten, weiterspielen und aufhören und Finale. Es ist einfach wahnsinnig schwer zu beurteilen, was Menschen davon erwarten. Schon diese ganzen Endloskampagnen sind ja etwas, das war in den 80er Jahren ja nicht absehbar und auch Mitte der 90er Jahre war das noch nicht selbstverständlich, dass Leute 25, 30 Jahre an der gleichen Figur spielen werden. Ich meine, wer schaut eine Fernsehserie 30 Jahre lang? Wer liest eine Romanserie? Naja, gewisse Autoren brauchen dann auch so lange. Ich wollte gerade sagen, nicht jeder stirbt wie Douglas Adams nach dem sechsten Band anständigerweise, sondern manche schreiben immer weiter, kündigen immer weiter. Also es ist einfach nicht absehbar, man weiß nicht. Und deswegen muss ich beide Optionen da drin haben. Okay. Also Irma und ich haben sicher eine Tendenz, wir hatten beide eher eine Tendenz zu einem dramatischen Ende. Aber ich finde, ich würde gerne Leserbriefe bekommen. Ich habe ein paar durchaus auch Mails gehört von, ja, also mein Rondriana sitzt inzwischen als alter Typ irgendwo, weiß ich, in Donnerbach. Und der junge Rondre-Geweihte, den wir jetzt in der neuen Gruppe spielen, der kommt ab und zu ihm und holt sich Ratsch. Bist du wirklich damals und du hast damals wirklich gegen Dämonen gekämpft? Und was ist aus diesem Schwert? Sieben Bolts, sieben Dings geworden? Wie ist das? Wie heißt das? Meinte? Tja, ich hatte es noch an der Grenze, hatte ich es noch und danach ist es verschwunden. Keiner weiß, wo es geblieben ist. Und vielleicht habe ich es hinterm Haus vergraben oder in den Donnerbach fallen. Egal, was immer in eurer Geschichte einen Sinn ergibt. Eine alte Hexe, die dort war. Ein Barde, der das eine Lied singt. Oder an der Stelle versagt seine Stimme, weil dann kann er keine Lieder drüber singen, zum Beispiel. Auch das ist eine hübsche Geschichte. Okay. Ganz nebenbei sind auch im Rahmen der Zerstörung Tobriens wunderschöne Lieder entstanden von Martina Nöth, die als Amber, als Bardin zum Beispiel den Friedensschluss von Altem und Neuem Reich in Waidlet
halt vertont hat. Großartige Balladen, die darum, also der Filk-Rahmen. Mhm. Das Ganze war so voll Drama, dass ja irgendwie ein billiges So, jetzt, das sind 3600 Abenteuerpunkte für Borbarat. Weil ihr alle auch was zu tun hattet, kommen noch mal 500 dazu. Ja, komm. Und einmal automatisch aufleveln kriegt ihr noch dabei. Ja, immerhin. Und weil ihr das mit dem Rausch der Ewigkeit nur mit der Hilfe von Dexter herausgefunden habt, kriegt ihr da nur die halben Erfahrungspunkte dafür. Ja. Achso, dann könntest du wieder raus. Das tut mir leid für unsere Gruppe. Übrigens, da muss ich bei denen auch noch erzählen zum Thema romantische Opfertod. Mich hat damals ein Rondra geweihter Walter Scholder, ich glaube aus der Steiermark, hat sich bei mir gemeldet und hat gesagt, er würde gerne einen letzten seinen Rondra geweihten in den Tod reiten lassen. Es ist ihm klar, dass er das nicht mehr aufhalten kann, aber er würde dort gerne hinmachen. Der hat von ein paar anderen gehört, die mitmachen würden. Und wir haben das dann damals auch in so einer Kombination aus Briefspiel betreut von der Redaktion plus ein bisschen aventurische Boot gemacht. Ich glaube, da waren im Endeffekt 300 Leute dran beteiligt, 300 Spieler, die alle beschlossen haben, ich habe da noch diesen einen Charakter, den verheize ich da jetzt für das. Und das waren nicht immer nur billige, da liegt noch ein Charakter rum, sondern das sind teilweise wirklich Leute gezielt und gesagt, ja, das werden wir wohl nicht überleben und haben sich dann heroisch irgendwo, ich habe völlig vergessen, wo wir sie dann heldenhaft verheizt haben. Ich kann mich erinnern, dass ich dort irgendeine Gelegenheit gefunden habe, wo ich gesagt habe, das ist eine Schlacht, da könnten wir gut 300 alte Rondrianer brauchen. Also es waren nicht nur Rondrianer, sondern halt tatsächlich so die klassischen Recken und Reckinnen. Ja. Einmal aventurische Helden ausgedünnt. Ja, also viele haben da ganz klar gesagt, nein, das ist die Gelegenheit jetzt wirklich da. Jetzt machen wir das. Und also wie gesagt, das war nicht Vollsturm-Level, sondern das waren wirklich tolle, tolle Typen, die wir da verheizt haben. Ich muss auch sagen, dass tatsächlich dann beim Aufbereiten und dergleichen, also dann das Finale allein irgendwie, wenn es heißt, aus ganz Aventurien kommen Leute dazu von hier und von da und von aus der Gegend und die Leute, mit denen ihr geredet habt. Und Dexter Nembrot guckt sich verdutzt um, als maraskanische Freischärler ihm das Leben retten. Und das so einen ironischen letzten Gruß in seine Richtung geben und dergleichen. Es ist so eine große Versöhnung von allen Fraktionen, weil es etwas gibt, was noch sehr viel fieser ist als alle Streitereien, die sie untereinander haben. Ich muss sagen, das war für mich ein sehr, sehr schönes Moment, sag ich mal. Und ein schöner Moment auch. Das ist bei mir auch. Ich habe jedes Mal beim Lesen, der Verfilmung gar nicht mal so sehr, aber beim Lesen der Schlacht auf den Pelennor-Feldern, wenn die Rohirrim auftauchen, Pippi in den Augen. Also tatsächlich, sie kommen doch. Sie sind irgendwie, man hat sie die ganze Zeit vernachlässigt, nicht beachtet, aber für die große Sache sind sie doch da. Ich meine, das ist auch wie diverse Leute im Star Wars-Universum, die dann am Ende vom 9. Teil auftauchen, um dann peinliche Kavallerieattacken auf schwebenden Sternzerstörern zu machen. Aber auch da kommen irgendwie die ganzen bekannten Gesichter an. Es gibt unterschiedliche Abstufungen, wie erfolgreich man das inszeniert bekommt. Ich hatte eine lange Liste von Gruppen, die da auftauchen sollten. Es war eine der Sachen, die es so schwer gemacht hat, war, dass ich so wahnsinnig viele Wünsche hatte. Also es kamen Leute, haben mir einfach völlig egal, Autoren, Kollegen, Redakteurinnen und so weiter, haben mir dann so Sachen gesagt, das möchte ich bitte, die müssen auch noch mitmachen. So, bitte wer noch alle, wie soll ich das alles unterbringen? Dann konkret erinnern kann ich mich, dass ich eben über die Alan Fahnen nachgedacht habe. Und ich dachte, na, eigentlich ist das reizend. Da kommt so eine Basaltfaust, alles in Schwarz gerät und dann sagt jemand, oh Gott, nicht die Allerfahner auch noch. Wir haben eh schon alle Fronten offen, jetzt greifen uns die auch noch an. Und dann sagen die Allerfahner, Entschuldigung bitte, was, hallo, das ist ein Feind Boros. Und selbstverständlich sind wir auf eurer Seite und kämpfen gegen diese Typen. Und wir haben über die Orks geredet, kann ich erinnern. Mhm. Offensichtlich wäre das die Orks quer durch die klassischen Mittelreich-Verteidiger einen Zug durchmachen und alle glauben, jetzt fallen die auch noch über das Mittelreich her und dann steht sie auf, nö, die kämpfen sich nur durch, damit sie da mitnöbeln, weil die ja die Sache mit dem nächsten Zeitalter, dass sie vielleicht gemeint sind und so weiter und so weiter. Ich weiß gar nicht, ob wir das jetzt im Endeffekt dann nur als Fußnote drin hatten, ob es dann in der endgültigen Version gelandet ist, das weiß ich gar nicht mehr.
Ich weiß nicht, ob in der Originalversion das mit drin ist. Ich glaube nicht. Wir haben natürlich Orks dabei gehabt, weil unser Reiter Konchobär ja ein halber Ork ist. Ja, stimmt natürlich. Ich glaube, Uli hat dann im Endeffekt dann den Harper, bitte macht das nicht. Ich hätte die Orks bitte gerne schon klasse. Also eure Revisionsversuche, da die Orks immer mehr zu stacheligen Mitbrüdern zu machen, das gefällt mir nicht so gut. Speziell Ömel war ja immer ein großer Ork-Emanzipator. Insofern hätte das gepasst. Aber wie gesagt, also ich hätte da am liebsten hätte ich eigentlich so eine Checkliste geschrieben mit, das musst du als Spielleiter entscheiden, auf diesem, wie weit willst du eine Regel raufschieben, wer noch alle auftaucht, von dem man glaubt, dass er nicht helfen wird und dann doch auftaucht. Moment, Nico schreibt, Orks sind in der Originalversion drin, ganz sicher. Okay, dann habe ich nichts gesagt. Ich habe bei der Vorbereitung vorhin zu Nico schon so gesagt, wir haben so viel selber nochmal irgendwie geändert und dergleichen. Ich bin mir teilweise nicht mehr sicher, was die Sachen sind, die ich auswendig gelernt habe für unser Finale und was die Sachen sind, die im Original drin standen, die ich dafür vorher durchgelesen habe. Insofern verzeiht mir das, wenn ich das nicht mehr auseinandergefieselt bekomme. Ich kann mich erinnern, dass mir ein sonst sehr geschätzter Kollege hat mir geschrieben, er hätte, bitte, das ist ja alles noch Briefe damals gewesen, keine E-Mails. Er hätte so gerne, dass die Grolme noch dabei sind. Und dann gedacht, oh Gott, wie soll ich Grolme in dieser Geschichte unterbringen? Ja, und wäre das nicht total reizend, wenn die dann am Schlachtfeldrand stehen und Heiltränke verkaufen, zwar an beide Seiten? Und ich dachte, ja, das ist irgendwie genau die Stimmung, die ich erzeugen möchte. Große, entscheidende Schlacht um die Seelen, Aventuriens und so weiter. Und daneben, als ich meine, nein, ich glaube, das wäre sehr Jar Jar Binks geworden. Das wollte ich nicht haben. Aber wie gesagt, ich habe Unmengen solche Vorschläge gehabt, Wünsche. Viele Fans haben mir Sachen geschrieben, wie könntest du bitte das und das unterbringen? Diese typischen Power-Gamer-Baroninnen, Barone dann, die dann plötzlich mit dir mitteilen, dass sie mit 400 Leuten auftauchen und du sagst, hallo, wir haben dir eine kleine Baronie gegen uns, diese Leute. Hast du von Thomas Römer gehört, was die ungefähr die Heeresstärken des Reiches sind? Und da kommst du mit. Also das ist immer sehr schwierig. Was kann ich berücksichtigen, was nicht? Und das ist letztlich das, was der Autor, der Spielleiter wieder machen muss. Ja, ich meine, eure drastischen Entscheidungen, wie ich finde den halborkischen Reichweber immer sehr lustig. Das freut mich, dass es dir gefällt. Ich meine, wenn Nahema nicht da ist, um die ganze Zeit irgendwie mit Orks und Holberkern und dergleichen rumzupfuschen und Ärger zu machen, ist vielleicht die Lage einfach anders. Das war unsere Theorie dahinter. Aber wir kommen zum Ende. Und mir bleibt zu sagen, erstens natürlich vielen, vielen Dank, dass ihr hier seid und euch auch den Fragen nochmal stellt im Rückblick. Und auch vielen Dank, dass ihr bereit wart, euch darauf einzulassen, auch mitzuspielen in unserer Version der Kampagne und halt eben auch mit einem Schulterzucken zu akzeptieren, dass wir Dinge ändern und dergleichen. Weil, sagen wir so, wir haben durchaus Feedback bekommen von Leuten, die sagen, das kann man sich nicht anschauen, weil es ist nicht so, wie es im Original ist. Aber wir haben gleichzeitig auch von einer ganzen Reihe Leute zu hören bekommen, oh, es ist cool zu sehen, wie viel man verändern kann, ohne dass man sozusagen den Geist der Geschichte zerstört. Und dass das anregend ist, um sich selber auch die Freiheit herauszunehmen, Dinge zu bearbeiten. Und ich glaube, ihr seid beide ja Leute, die vertreten, nehmt das, was wir gemacht haben und habt da Spaß mit. Ihr müsst das nicht genauso spielen, wie es da steht. Ich sag das noch krasser. Es gibt kein Original. Ihr seid das Original. Jede einzelne von euren Spielern, ihr seid das Original. Ich schreibe eine Rohform, einen Vorschlag, wie es sein könnte, angepasst an möglichst viele Interessen, aber was deine persönlichen Bedürfnisse sind, das müsst ihr machen. Ja, oder wie die Sache mit Eisenkober, ich fand das ja sehr, sehr lustig, wer dann im Endeffekt dann vom Borberat da übernommen wird, das ist ja recht auch von deinen Spielern gekommen. Ja, ja sie hatten die Wahl, wer von Borberat übernommen wird, und Eisenkober war ihnen am unsympathischsten. Die arme Sau, er hat ja gar nicht wirklich was gemacht. Ja, du bist doch also auf so einem Konvent mit haufenweise Magier, du kannst gar nicht alle spielen, aber dementsprechend hast du halt einen unangenehmen Schnösel gespielt die ganze Zeit, der ging genug auf die Nerven, wups, schon war er fällig. So, und so genau das ist es. Welche von all den weißbärtigen, klugen, sympathischen Sympathieträgern du da auftreten lässt, neben Ruhezahl musst du entscheiden, und welche ungustiösen Schwarzmagier und welche erstaunlich charismatischen Schwarzmagier da auftreten. Ja gut, man hätte irgendwie so formal Heinze und formal Lenis wie Brischia von Grangor oder Batistir und Cosma ist auch irgendwie sehr
ja, formalistisch, die hätte es natürlich auch erwischen können. Aber Nostradamus Eisengrube ist halt schon von vornherein, da hat man wahrscheinlich Meta noch im Hinterkopf. Das ist irgendwie einer, der will uns Helden nichts Gutes. Das sollst der doch bekommen. Ja, das und war ziemlich Pickel am Arsch. Ja, das auch noch. Ja, übrigens, war schon bezeichnend, ist einfach die Tatsache, dass Mary und Ivy mitgespielt haben, dazu geführt hat, wie viel mehr plötzlich weibliche NSCs da aufgetreten sind. Starke, interessante, charismatische, böse und so weiter. Weil wir natürlich... Ich möchte betonen, die waren ja alle schon da. Mhm. Es ist ja nicht so, als hätte ich neue erfunden. Ich habe mich einfach bei den Figuren bedient, die da waren. Aber ihr habt euch aus einer Riesenliste, die ganz bestimmt 50-50 damals gegendert war, weil das wäre überhaupt nicht machbar gewesen, eine recht ausgewogene Sache rausgeholt. Und beim Erzählen fiel mir halt auf, dass ihr euch deutlich mit weiblichen Figuren identifiziert. Und das war einfach, ich kann mich erinnern, dass ich damals wirklich nur den Fingernägel gekratzt habe, um irgendwelche weiblichen Figuren aufzutreiben. Wo haben wir noch irgendwas erwähnt? Boah, in der Gildenmagie gibt es ja fast überhaupt nichts. Bei den Hexen sieht es ja gut aus, aber puh, Druiden, haben wir echt eine Druidin, die hier auf. Nein, haben wir nicht. Nee, das sind tatsächlich alles Kerle. Und von den Gildenmagiern ist, glaube ich, nur Prischia von Galischkreuz irgendwie eine wichtigere Figur. Und die hat schon ihr Name sagt, dass du die nicht unbedingt besonders charismatisch sehen sollst, sondern. Ja, nein, die habe ich immer als die strenge Gouvernante gesehen. Der Name sagte schon von vornherein. Okay, und natürlich vielen Dank für diese Kampagne. Ich sage das immer hier, es ist die Kampagne für das Schwarze Auge und ich glaube, das wird sich auch weiter noch bestätigen. Es gibt auch andere große und dergleichen, aber es gibt wenige, an die auch so viel Mythos dran gehangen ist, die so eine Meta-Bedeutung, sag ich mal, für die Szene haben, dass man immer wieder Leute findet, die sagen, wir spielen sie seit 15 Jahren, wir haben sie schon dreimal angefangen, sind nie fertig geworden. Und einfach vor ein paar Jahren gab es diesen Wettbewerb mit, schickt uns Beschreibungen und Illustrationen zu euren Charakteren. Und die Menge an Figuren, die eingeschickt wurden, die gezeichnet waren, war schon bemerkenswert. Also sehr, sehr viele Leute haben unter ihren Charakteren, die sie spielen, die Lieblingsfigur ist die aus der 7 gezeichneten Kampagne. Schau, das ist eine neue Information. Ja. Also sagen wir mal so, statistisch belastbare Zahlen, weiß ich nicht, ob ich die noch zusammenkriegen würde, aber das war damals ein Eindruck, der sehr stark vorgeherrscht hat. Im Chat heißt es kaum zu Ende spielbar, aber die Kampagne, beste Reihe. Ich denke, damit. Ja, ich hoffe einfach mal und ich glaube, ja, wir haben damit vielen Spielerinnen und Spielern Spaß gemacht. Und es hat uns beim Konstruieren, beim Schreiben natürlich auch Spaß gemacht. Und auch jetzt halt immer wieder, das ist ja kein Hochkochen oder so, das ist ja wirklich eine freundliche Retrospektive. Vielleicht sogar schon irgendwie zu viel Fan gewesen drumherum, aber auch, dass der Chat hier mitgeht und bei den Spielsessions halt entsprechend auch und dass wir immer wieder drauf angesprochen werden. Danke. Also ja, in irgendeiner Form lebt diese Kampagne auf jeden Fall weiter. Das wird sie, glaube ich, auch noch ein paar Jahrzehnte. Genau, deswegen kann ich mich auch anschließen, dass es wirklich, ihr habt das einfach, es ist einfach sehr beglückend zu sehen, dass das für euch so eine Bedeutung hat. Bitte, Mary hat hier gerade vorgeführt, man kann die Kampagne zu Ende spielen, ja, das muss ich sagen. Die Bedeutung ist einfach das, was ihr ihm die Bedeutung gibt. Und das ist sehr vergnüglich. Wir haben das nach damaligem unserem besten Wissensstand damals und unseren Möglichkeiten, inklusive wie gesagt, Verlagszusammenbrüchen und sehr wenig Vorbildung und vielen Dingen, die wir erst alle erfinden mussten, glaube ich, ganz gut hingekriegt. Und wenn Leute heute auf unseren Schultern stehen und von oben sagen, also ehrlich gesagt, das könnte man besser machen, sage ich, danke, das freut mich sehr, gut, ja, dann schön. Dann habt ihr aus unseren Fehlern gelernt. Auch das gehört zum interaktiven Spielen dazu. Ich nehme an, dass auch jeder Spielleiter, der fertig wird mit der Kampagne, nachher sagt, gut, beim nächsten Mal würde ich sie anders leiten. Mhm. Absolut. Ich glaube, das können alle, die jemand selber was geschrieben, selber was geleitet haben, unterschreiben. Am Ende weiß man es immer besser, als man reingegangen ist in die Sache und würde es gerne nochmal schöner machen. Und das Wichtigste sind letztlich diese Gefühle. Ja. Und in dem Sinne auch von mir vielen, vielen Dank für euch und dass euch das Spaß macht. Dann
Ich verabschiede euch hiermit. Wir machen hier gleich weiter. Ich mache ganz kurz einmal den Wartebildschirm an, während ich dem Chris Hallo und Hartmar und Thomas Tschüss sage, weil wir hängen jetzt noch ziemlich spontan ein kurzes Interview mit Chris Birch von Modifius hinten dran, wo es unter anderem um das Skyrim-Adventure-Spiel gehen wird, aber auch zum Beispiel um das Dune-Rollenspiel und solche Sachen. Also einmal auf Wiedersehen an Thomas und Hartmar und wir sehen uns in einer Minute gleich wieder. Ciao.